27 Länder hat er bereist, hat in 11 verschiedenen Staaten auch gearbeitet. Er war Marketingmanager und er lebt in Thailand. Er hatte eigentlich alles, was man sich so vom Leben wünscht. Frau, Kind, Beruf, Erfolg. Und dann gab er eine Telefonnummer weiter und wurde in einen Drogendeal verwickelt und wurde dann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Leben zusammengebrochen, saß insgesamt 8 Jahre in Thailand im Gefängnis. Aber er sagt heute, dass ihm dieses Gefängnis zu einem anderen, zu einem besseren Menschen gemacht hat. Und er hat eine innere Transformation durchlebt. Und davon wird er mir und uns heute erzählen. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Maxim Glasanovic, grüß dich. Hallo Mario, schön hier zu sein. Ich habe ja dein Buch gelesen und ich fand das so spannend, wie sich das auch alles entwickelt hat. Auch deine Transformation. Und das ist ja auch das, wo wir unsere Zuschauer auch mit teilhaben wollen, eben an diesem Wandel. Ja. Deswegen nehmen wir uns auch die Zeit und sprechen in aller Ruhe darüber. Und du warst ja auch wie ich früher auch Unternehmer gewesen. Und du warst erfolgreich, international unterwegs. Du warst Manager an sich gewesen. Und wie war denn dein Leben vorher? Was hast du vorher gemacht? Genau, ich habe mit 19 Jahren Deutschland verlassen. Also ich habe in Deutschland irgendwann mal in einer Zeitung gelesen, man könnte dort arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Da habe ich dann geantwortet und bin dann in eine Hotelkette geraten, die weltweit ein System anbietet, ein Clubsystem, das Timesharing genannt wird. Und schnell hat man gemerkt, dass ich so eine Art Verkaufstalent hatte. Ich konnte gut mit Leuten umgehen. Zwar konnte ich damals noch kein Englisch, aber das habe ich innerhalb von 2 Monaten gemeistert. Habe dann sogar mit englischen Klienten arbeiten können. Das Spanische kam recht schnell dahinter. Weitere Sprachen folgten, die ich halt gebraucht habe, so um damit auch Geld zu verdienen in diesem Business. Und so habe ich dann geschafft, von einem Marketing Consultant, das heißt so diese erste Stufe von Marketing, mich hochzuarbeiten. Und innerhalb von einem Jahr wurde ich schon ein Street Captain, nennt man das. Und von einem Street Captain ging es dann weiter zu einem OPC Manager, dann einem Marketing Manager. Und am Schluss habe ich 3 Hotels geleitet in Thailand, das Marketing, und war dann ein Marketing Director. Also du siehst da ganz viele Titel, einer nach dem anderen. Ja. Und ja, das hat so 11 Jahre gedauert, bis ich mich da so hochgearbeitet habe. Weil das Timesharing hat ja so einen zweifelhaften Ruf auch so ein bisschen. Also so habe ich. Es gibt aber schwarze Schafe, ja. Ist ja richtig, aber das ist trotzdem, wenn man sich nochmal genau betrachtet, auch weltweit doch ein sehr ein großes Netz, was da aufgebaut wurde, wo eben Menschen untereinander ihre Urlaubswochen teilen und so weiter und billig Hotels mieten können im Ausland. Da gibt es so, so Tauschpools und so weiter, ganz die man genau da besuchen kann. Ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt vor mehreren Jahren, weil ich dort auch mal reingeschnuppert habe. Interessanterweise, keine Ahnung, warum das heute so zusammentrifft. Und zu der Zeit damals warst du in Thailand tätig. Also zur letzten Zeit in Thailand. Angefangen habe ich auf Gran Canaria, von da aus ging es nach Griechenland auf Kreta, von da aus ging es nach Ibiza, von Ibiza ging es in die Karibik, dann ging es nach Thailand, dann ging es nach Bahamas in Nassau und weiter ging es nach Teneriffa, dann nach Mallorca, wieder nach Thailand. Also es war eine saisonsbedingte Arbeit, das heißt, wir konnten nur arbeiten, wenn auch Hochsaison war. Und Leute aus meinem Business waren sehr gefragt. Es gab uns nicht so oft. Das heißt, uns wurde alles hinterhergeschmissen. Flüge, Hotels, ne? Man hat uns weltweit gesucht. Man konnte tatsächlich alle 3-4 Monate den Ort wechseln, wenn man das möchte. Ne? Und also Jet-Set-Leben so ein bisschen. Ja, mit unserem Beruf zusammen könnte man es nennen. Ja, vielleicht ein Jet-Set-Leben. Und ich habe ja auch gelesen, dein Buch natürlich, klar, da steht das drin, dass du eigentlich damals kurz bevor des besagten Tages, da dein Leben eigentlich komplett aus den Fugen gerissen hat, warst du eigentlich kurz vorm Absprung. Du wolltest ja eigentlich Thailand schon verlassen, im Grunde genommen. Ganz genau, ja. Ich habe mich dann versucht, selbstständig zu machen. Ne? Hatte dann so dieses Gefühl, ich kann mich selbstständig machen. Das lief dann nicht so gut und habe dann neue Pläne gemacht, was soll ich machen. Und ein Angebot kam herein aus der Gold Coast in Australien. Und ich wurde genommen. Ich war erstmal erstaunt, aber ich kam unter die letzten 5 dieser Bewerber. Und man hat mich genommen als Marketingdirektor für eine Hotelkette, die Wyndham hieß. Und ich war super stolz, habe gedacht, mein Gott, jetzt geht es aber richtig nach oben. Ne? Und das war an einem Freitag, ich habe die Zusage bekommen, sollte am Montag an der Botschaft in Bangkok antreten und das Visum dort erledigen. Am nächsten Tag aber, am Samstag, werde ich verhaftet. Ich kam nie zu dieser Botschaft. Du warst ja zu der Zeit auch in Familie, du hattest eine Freundin, du hattest ein Kind. Ganz genau. Du hast auch noch das Kind, aber du warst Kind 2 Jahre alt. Ne? 2 Jahre alt, als ich verhaftet wurde, 2 Jahre und 2 Monate.
Und genau, die sollten dann auch mitkommen nach Australien. Alles war geregelt. Ja, es war ein, selbst ein Leben in Thailand habe ich genossen zu der Zeit. Ne? Du kannst dich ja vorstellen, du warst ja auch in Thailand. Wenn man dort fünfstellig in Euros verdient, dann kannst du das mal umrechnen, was das in unserer Währung hier war. Und für mich die schlechtesten Monate waren immer um diese Zahlen. Also es ging immer sehr, sehr gut. Und zur Bestzeit habe ich über 250 Leute betreut, auf 3 Hotels verteilt. Und dementsprechend auch natürlich auch ein Leben geführt. Ne? Ich muss jetzt auch dazu sagen, Geld hat mir nicht immer gut getan. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Lifestyle, das Geld für mich wirklich positiv war. Es gab auch viele negative Eigenschaften, die das mitgebracht hat. Ja? Und wahrscheinlich hat mich das dann auch so langsam zu diesem Werdegang geführt, dass an diesem besagten Tag im April 2011 mir das auch zustößt. Man muss dazu sagen, es ging um Drogen dann später und das Drogenthema wird natürlich in Thailand ganz anders betrachtet auch wie in Deutschland. Es wird ganz anders umgegangen dort damit. Die Gefahr war dir nicht bewusst? Absolut nicht. Ne? Also wir waren ja da eine große Gruppe an Ausländern. Wir waren 4 große Firmen, die das gemacht haben und man könnte uns bestimmt so zwischen 200 und 300 Ausländern zählen, die dort auf Phuket gearbeitet haben. Und das Business ist ein bisschen wild. Ne? Es gibt Leute, die verdienen an einem Tag vielleicht mal 6, 7, 8.000 Euro. Da hat einen großen Deal gemacht, hat dick verdient. Das Erste, was die halt machen, organisieren gleich noch eine Party an Ort und Stelle. Und man hat einen Lebensstil geführt in diesem Geschäft. Ein bisschen wild, muss ich sagen. Also Alkohol und leichte Drogen waren eigentlich überhaupt kein Thema. Es war fast täglich da, wie war Normalität, würde ich sagen. Ne? Und ja, damit ging es dann auch mal ein bisschen zu härteren Drogen über. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf. Du kannst alles sagen bei uns. Genau. Bei uns kannst du alles sagen. Super, ja. Also, ne, wie du das vielleicht auch aus Filmen kennst, weiß nicht, ob ihr das mit dem Leonardo DiCaprio gesehen habt, dieser Wolf of Wall Street. Na, die Jungs auch in Amerika, als mal das große Geld geflossen ist, dann kommt auch Kokain ins Spiel. Das war bei uns auch so. Man muss auch sagen, wir reden hier von 10 Jahren zurück. Also das war vor über 10 Jahren diese Zeit. Mhm. Man weiß, oder ich weiß, dass ein Mensch sich wandeln kann. Den Wandel werden wir heute auch noch besprechen, der passiert. Das ist ja schon eine krasse Nummer, aber für mich ist es, ich kann es verstehen gut, ich kann mich gut reindenken, weil ich weiß, wie sich Menschen auch wandeln können. Und dann kam eben dieses Jet-Set-Leben, dieses Ding, Australien war da, es war gerade alles aufgewühlt, du warst wahrscheinlich auch gerade ziemlich so freudig unterwegs und auch ein bisschen im Stress gewesen wahrscheinlich zu der Zeit, weil deine Abreise stand eigentlich unmittelbar bevor. Ja, im Grunde genommen. Genau. Mit der Geburt meiner Tochter hat sich doch einiges geändert bei mir. Ne? Dieses Leben, das ich vorher, dieses wilde Leben geführt habe, wurde immer ruhiger. Ne? Das Kind war auf einmal da, das Familienleben hat sich immer mehr aufgebaut. Und dieser Neuanfang in Australien sollte auch so ein komplett neuer Anfang sein. Ne? Also man hat dann geplant, man verlässt Thailand, man verlässt Asien und startet dort nochmal neu durch, nur als Familie. Ich hätte ja dann auch einmal eine Freundin und Bekannte dort verlassen sozusagen. Ne? Und wenn man dann neu startet, dann hat man halt auch die Chance, was zu machen. Und leider ist es nie dazu gekommen. Sollte ganz anders kommen in deinem Leben. Und das Spannende war ja, was ich dann gelesen habe auch, dass es dir schon fast ein bisschen vorausgesagt wurde. Das warst du wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht ganz so ernst genommen. Aber du warst vorher beim Kartenleger gewesen. Mit deiner Frau, glaube ich, damals. Ne? Und, genau, also es war nicht ein Kartenleger, sondern es war ein Mönch in einem Tempel. Mhm. Meiner Frau ist etwas zugestoßen in der Familie. Also ich hatte ja eine thailändische Freundin, also keine Frau, ich war nicht verheiratet, aber eine Freundin. Und ihr ist etwas in der Familie zugestoßen und sie wollte den Rat eines Mönchs suchen. Ne? Mhm. Und ich bin da mitgegangen, beziehungsweise ich habe sie da hingefahren mit meiner Tochter. Mhm. Und dieser Mönch hat ihr dann in einem Zahlensystem geschaut. Ne? Das war ein Zahlensystem, ein großes Blatt Papier mit vielen Zahlen. Und er hat dann irgendwas da gemacht, ne? Und hat ihr dann angefangen zu erzählen. Und die war so begeistert, ne? Dass sie mir irgendwann gesagt hat, Darling, willst du nicht auch mal, also als sie fertig war. Dann habe ich gesagt, na gut, dann lass mich doch auch mal schauen. Und so hat er nach meinem Geburtsdatum gefragt und hat auch angefangen. Ne? Der Glaube, ob der jetzt da war oder nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich kann dir nur eins sagen. Er hat angefangen zu erzählen und viele von diesen Sachen waren wirklich wahr, also von meiner Vergangenheit. Und ich war trotzdem erstmal ein bisschen skeptisch. Und dann hat er einen Unfall erwähnt, einen Autounfall, den ich anscheinend noch haben werde. Oder aber er hat gesagt, ich würde ins Gefängnis gehen. Das Gefängnis war mir gar nicht so wichtig, sondern dieser Autounfall. Denn komischerweise war 1998, als ich 18 Jahre alt war, hat mir
in Bosnien eine Frau in den Kaffeesatz geschaut und hat mir von einem Autounfall erzählt, dass ich so etwas von aufpassen muss. Ich werde mal einen Autounfall haben in meinem Leben. Und ich sollte ein Bild von Mutter Maria immer dabei haben, immer im Geldbeutel dabei haben. Und als der Mönch mir jetzt 11 Jahre später diese Geschichte erzählt, kommt mir wieder dieser Autounfall hoch. Und am nächsten Tag sind wir nochmal hingegangen, um ihn nochmal zu fragen, ob er noch irgendwie da was machen könnte, mir vielleicht da raushelfen könnte. Ne? Und dann hat er nochmal geschaut und mir aber dann gesagt, du wirst ins Gefängnis gehen. Das war ziemlich klare Ansage schon gewesen zu der Zeit. Ich habe mir da jetzt auch nicht viel dabei gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war nur froh, dass es nicht der Autounfall ist, ja, dass ich das schon mal aus meiner Sorge hatte. Ich habe hier mal ein kleines Ding raus aus deinem Buch genommen und ich lese jetzt mal diesen kurzen Abschnitt vor. Das ist eigentlich ein Prolog im Buch, so gehst du rein. Lauf, verdammt nochmal lauf, hau ab, weg hier. Panik macht sich in Sekundenbruchteilen breit. Ich werfe mich gegen die Autotür, will runter. Vom Rücksitz strauchle aus dem Wagen, drohe auf den Asphalt in einer thailändischen Tankstelle zu stürzen. Ich sehe die Schnellstraße, glaube an meine letzte Chance und will sie ergreifen. Ich muss diese Schnellstraße überqueren. Ich renne, stolpere, laufe weiter und sehe 3 Pickup-Jeeps auf mich zuschießen. Ich will nur noch weg. Ich stürze, spüre den Schmerz, dann backen mich mehrere Hände. Ich werde gegen die Seite eines PKWs geknallt, schwer bewaffnete reißen mir die Arme nach hinten. Ich höre, wie Handschellen klicken, sehe in Pistolenläufe und weiß, jetzt ist alles vorbei. Du hast dein Leben versaut. Nichts wird mehr sein, wie es gestern noch war. Das war dieser Moment. Das war der Moment des Schocks. Ne? Also, man hat ja dann auch ein Foto davon gehabt, ne? Und viele Leute sagen, mein Gott, wie du aussiehst. Dann sage ich den Leuten, natürlich, wenn du dann siehst, dass da eine Großoperation gegen dich gestartet wurde, wo an allen Ecken irgendwelche Undercover-Polizisten sich positioniert haben und da so ein großes Ding da ziehen und du wirst da verhaftet, auf den Boden geknallt und ganz genau, hier sieht man das Foto, ne? Und man sieht ja auch mein Shirt, wie das aussieht. Na, das ist ja eigentlich ein schwarzes Shirt. Ne? Und dann sehe ich auch die Flecken. Also ich bin da ziemlich viel auch am Boden rumgezogen worden. Die Handschellen noch zu sehen, ein bisschen angedeutet. Genau, ja. Und da schaut man halt erstmal geschockt. Ich kann mich gut erinnern, als ich dann auch da auf diesem Asphalt lag. Die lagen noch mit den Knien auf meinem Gesicht. Und ich habe dann so geschaut, sozusagen auf der Seite. Und da kam dieses, mein Gott, du hast jetzt dein Leben versaut. In mir kam sofort ein Gefühl hoch, weil als ich diese Menschenansammlung von Polizisten gesehen habe, wusste ich, das ist kein kleines Ding, was die da organisiert haben. Und trotzdem hatte ich Hoffnung, dass ich da irgendwie rauskomme, weil... Deine Freundin wusste ja, dass du dorthin gefahren bist. Das war ja ein Treffen, das dort noch mal kurz stattfinden sollte. Du solltest eigentlich noch mal jemanden schnell treffen. So habe ich das zumindest im Buch verstanden. Party war angesagt, irgendwie ein Erfolgserlebnis sollte noch gefeiert werden. Die wusste in dem Moment natürlich nichts davon. Die hat es gar nicht mitbekommen, dass du jetzt auf einmal weg warst, oder? Das war spontan dann auch. Ganz genau, ja. Das war ja in dem Moment auch der Gedanke, mein Gott, was passiert jetzt aus den 2? Wie kann ich denen jetzt sagen? Also was passiert ist, genau, mein guter Freund, der dann auch später auch mit mir im Gefängnis war, hat mich nach einem Gefallen gebeten. Also er sollte jemand anders einen Gefallen tun, und zwar an Drogen rankommen. Jedoch hat er mich nach etwas gefragt, wo bei uns überhaupt kein Thema war, Ausländer, und zwar nach Methamphetamin. Ne? Also wenn bei uns Ausländer, die damals sehr erfolgreich da mit dabei waren, dann war es entweder Gras, also Ganja war sehr berühmt da unten in Thailand, also jeder hat es sozusagen unter den Ausländern genommen. Und ab und zu mal Kokain. Aber er hat mich nach Methamphetamin gefragt. Und ich habe gesagt, du, ich habe da keine Ahnung. Ne? Da musste mal jemand anders da fragen. Oder Thai-Leute, die kannten das besser. Ich weiß nicht wieso, aber nach 2-3 Tagen habe ich mal den Dealer, der bei uns im Hotel immer rein und raus geht, danach gefragt. Und er hat gleich gesagt, du, überhaupt kein Thema. Gib ihm meine Telefonnummer. Ne? Und das habe ich gemacht. Ich habe diese Telefonnummer meinem Freund per SMS geschickt. Mein Freund hat die dann weitergeleitet und sich mit diesem anderen Herrn, mit dem er das eben kaufen wollte, dann zusammengetan. Mein Freund wusste nicht, dass dieser andere Herr für die Polizei arbeitet. Er hatte keine Ahnung, dass er gerade da in ein Ding hineingeritten wird.
Der andere Herr war ein Amerikaner und hat ihn dann an einem Samstag auf eine Party eingeladen, bei ihm zu Hause. Und bei mir hat an diesem Samstag auch das Telefon geklingelt. Die haben ab 12 Uhr mittags schon sich getroffen und mich irgendwann mal gegen 1 Uhr angerufen und gesagt, ich soll da auch vorbeikommen. Ich aber war an dem Tag mit meiner Tochter, hatte gar keine wirkliche Zeit, weil meine Freundin war bei der Nachbarin, die hat so einen Kartentag, alle 2 Wochen an einem Samstag treffen die sich und ich passe halt auf meine Tochter auf. Ne? Und so habe ich dann auch abgelehnt. Jedoch wurden die Anrufe jede stündlich, also die haben mich jede Stunde angerufen und nochmal gefragt. Und ich habe auch gemerkt, die wurden immer besoffener. Nach jeder Stunde hat man den Alkoholpegel an meinem Freund seiner Stimme gemerkt. Und ich habe immer gesagt, Markus, ich komme nicht, vergiss es, es geht nicht. Irgendwann mal um 7 Uhr war auch der Kartentag meiner Freundin vorbei, die war dann schon wieder zu Hause. Die haben wieder angerufen, dann habe ich ihr gesagt, du pass auf, ich fahre jetzt da mal kurz hin. Ja, ansonsten, die sind beide besoffen und rufen wahrscheinlich noch die ganze Nacht an. Ich gehe dahin, trinke 2, 3 Bier und bin wieder zurück. So war der Plan. Und komischerweise hatte sie eine Art Vorahnung. Ich weiß nicht wieso, ich kann das heute noch nicht sagen. Aber ich bin auf dieses Motorrad gestiegen und wollte gerade losfahren. Dann sagt sie zu mir, bist du sicher, dass du das machen willst? Findest du es nicht ein bisschen komisch, dass die so oft dich angerufen haben? Ich habe mir echt nichts dabei gedacht. Ich habe nur zurückgeschaut und gesagt, du mach dir keine Sorgen, ich bin gleich wieder da, 2 Stunden und ich bin wieder da. Und so bin ich auch losgefahren, kam dort an, die haben mich auch gleich gesehen, es war eine Bar neben einer Tankstelle und die kamen auch gleich rausgeschossen, mein Motorrad war ein großes, ein Kawasaki Ninja, ist sehr auffällig und als ich dann da ankam, kamen die auch gleich sofort raus und man hat sich dann mit dem Amerikaner erstmal kennengelernt und dann kommen noch in die Bar hinein und wir sind gerade losgelaufen, auf einmal fährt ein Toyota Corolla da vorbei und diesen Wagen kenne ich. Das ist genau der Dealer, auch mit dem ich Kontakt hatte. Ne? Und dann frage ich den Kollegen von mir, habt ihr den angerufen? Das ist doch der Wagen. Oh ja, wir haben auch gerade angerufen, ne? Der Amerikaner. Ne? Und dann sagt der Amerikaner, ah ja, das ist er, komm mit mir mit. Lass uns da hingehen. Ne? Und dann habe ich, dadurch, dass mein Freund sehr besoffen war, habe ich gesagt, du, ich bleib bei meinem Kumpel, geh du da alleine hin und wir trinken, bestellen schon mal hier ein Bier. Und er sagt mir, komm doch bitte mit, was soll ich denn machen, wenn der mich irgendwas bequatscht auf Thailändisch. Ich kann kein Thailändisch, ne? Komm doch einfach bitte mit, das ist doch kein Ding. Und Mario, das war halt mein Vergehen, was ich da gemacht habe. Wäre ich da nicht mitgegangen, wäre auch wahrscheinlich nichts passiert. Aber ich bin mit ihm über diese Straße gelaufen, ich habe mir nichts dabei wirklich gedacht. Der Typ war auch, der sah nicht aus wie einer, der für die Polizei war, der war hoch tätowiert. Von Hals bis zum Fuß, der war gut gebildet, ne? Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin mit ihm darüber gelaufen. Der Dealer hat mich dann auch begrüßt. Ich kannte den Mann. Ne? Und dann hat der Amerikaner versucht, durch die Scheibe da einen Deal hinzubekommen. Der Thailänder hat ihm, der Dealer hat ihm gesagt, er soll doch bitte ins Auto einsteigen. Das geht nicht so durch die Scheibe. Ich habe ihm auch gesagt, du kannst nicht durch die Scheibe drohen. Du musst, setz dich in den Wagen hinein zumindest. Ne? Ich bin natürlich mitgegangen, habe mich mit in den Wagen gesetzt. Und es ging keine Sekunden, ne? Sagt der Amerikaner, dann sehe ich erstmal einen Wagen durch die Windschutzscheibe von vorne kommen und quietschend mit den Reifen und auf der Ladefläche, es war ein Pickup, auf der Ladefläche sitzen ein Haufen Menschen, ne, Männer. Und die springen jetzt von dieser Ladefläche runter. Man weiß nicht, ob das Polizisten sind, die sind in Zivil. Ich schaue den Amerikaner an, er schaut mich an und sagt, run, run. Also er sagt mir, ich soll rennen. Ne? Ich schaue ihn nochmal an, schaue nochmal durch die Windschutzscheibe und denke, was ist hier los? Aber merke, irgendwas stinkt nicht. Ich öffne diese Tür, hau mich gegen die Tür, ne, und fange an zu rennen. Dann kommt diese Szene, die ich gerade vorgelesen habe. Dann kommt diese Szene, ja. Ich habe versucht zu entkommen. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, die sind von allen Seiten. Da war überall irgendwo ein Auto positioniert. Egal, wie ich versucht habe, das ging nicht. Und dann lag ich auf dem Boden. Also man hat aber auch damals, ich kenne das ja in Thailand als Europäer, man hat schon eine gewisse Sonderstellung, zumindest wird einem das suggeriert, die Thailänder suggerieren einem das. Die verbinden natürlich auch der Europäer mit jemandem, der Geld hat und so weiter, weil dort auch ein ganz anderes Level an Einkommen da ist. Genau. Und von daher wird man natürlich auch egomäßig ganz schön geboostet, sage ich mal, in Thailand, ne? Wenn man da nicht aufpasst. Ne? Wenn man, und dann kriegt man vielleicht auch das Gefühl der Höhe, dass man erhebt sich auch ein bisschen über die Leute dann. Ne? Das war bei uns auf jeden Fall so. Wir haben ja gedacht, wir können alles mit Geld machen. Ja. Unten, ne? Eben weil wir so gut verdient haben. Ne? Und du weißt, da unten die Preise sind so billig, man konnte sich ein unglaubliches Leben leisten. Und ich habe auch gedacht, dass die Menschen da unten vielleicht aus jeder Schwierigkeit rauskommen. Bei mir war das dann so, dass
nachdem ich gesehen habe, ich komme da nicht gleich raus, sondern es wird wahrscheinlich eine längere Geschichte, dann hat man auch den Polizisten ein bisschen Geld angeboten. Das war dann ungefähr so 1-2 Wochen nach der Verhaftung, da war ich schon im Gefängnis drin. Und der Oberste dieser Operation, der ihr Leader, der ihr Chef, hat dann gesagt, gut, 2,5 Millionen Baht. Das war zu dieser Zeit um die 150.000, zu der Zeit nach der Währung, Euros. 150.000 Euro. Also wir haben das Geld auch zusammenbekommen und wollten dann zahlen. Meine Mutter war dann auch schon da. Warte mal, ich muss noch mal zurück. Du bist dann halt festgenommen worden. Wie ist denn das abgelaufen? Die haben dich dann ins Polizeirevier geschafft? Oder dich? Ja, wir waren zu dritt. Also komischerweise ist der Dealer abgehauen. Man muss auch sagen, der hat doch immer hinter dem Auto, wo er sitzt, als Beifahrer, hat er immer einen Fahrer, er sitzt als Beifahrer da und hat hinten dran immer ein Motorrad fahren. Die fahren da so im Konvoi. Sollte was passieren, springt er aus dem Wagen aufs Motorrad und ist weg. Und das ist ihm gelungen an dem Tag. Ne? Ist aus dem Wagen raus. Dort, wo du auch drin saßt, derselbe Wagen. Derselbe Wagen. Er ist aus dem Wagen rausgesprungen, hat seine Bauchtasche, Entschuldigung, verloren. Ne? Da war auch das ganze Zeug drin, das lag dann im Auto. Er selber ist vom Auto raus, aufs Motorrad und war weg. Wir wurden dann verhaftet, sein Fahrer, ich und mein Freund, der nicht im Auto saß, sondern draußen besoffen da vor der Bar war. Ne? Also er hatte eigentlich auch die Chance, da zu entkommen, weil sein Motorrad war in der Nähe, aber er wusste auch nicht, was da los ist. Ne? Er stand dann da, erstens mal war betrunken und zweitens hat er gedacht, irgendwas passiert da gerade. Und hat da einfach nur zugeschaut. Also ihn hat man auch erwischt. Wir kamen dann in die Polizeistation und man hat uns dort getrennt erstmal und jeden verhört. Ich habe die Geschichte genauso erzählt, wie ich sie euch auch erzähle. Ja. Ne? Was ich gemacht habe, die Telefonnummer weitergegeben. Ich habe von wirklich Anfang bis Ende alles erzählt. Die Polizisten haben mir auch geglaubt. Also die haben tatsächlich gesagt, du pass auf, wir haben das alles so verfolgt und wir könnten dich auch da gar nicht so richtig mit. Wir wussten jetzt gar nicht, als du da ankamst, wer du genau bist, weil die Operation geht gegen deinen Freund da, ne? Den wir da mit haben. Und wir glauben dir das schon, nur wir können dich nicht gehen lassen. Weil wenn wir dich jetzt hier gehen lassen, ne, dann könnten die anderen alle auf dich zeigen und sagen, dass du das warst. Ne? Und du bist bis dahin schon über alle Berge, ne? Und dann haben wir hier keinen Fall. Du musst mit ins Gefängnis gehen und musst deine Geschichte dem Richter erzählen. Und wirst auch Chancen haben, nach Hause zu gehen. Man hat mir dann noch einen Deal da angeboten, ich soll noch mit denen zusammenarbeiten. Ich habe dann auch herausgefunden, dass dieser besagte Amerikaner eigentlich auch mal erwischt wurde. Und so kam er zu diesem Job. Dann hat er nämlich andere Leute reinlaufen lassen mit seiner Geschichte da, um sich selber da dann rauszuholen. Ne? Und man hat mir diesen Job auch angeboten, da an dieser Polizeistation. Ich soll doch mit denen da mitmachen. Ne? Und ich kann dir sagen, das war für mich kein Thema. Ne? Ich habe dann einfach gesagt, nee, dann gehe ich halt mit ins Gefängnis und erzähle meine Geschichte dem Richter. Ich war auch wirklich guter Dinge, dass ich da rauskomme. Aber Thailand ist ja ziemlich korrupt auch, ne, in der Beziehung dann letztendlich, weil es ist ja nicht zu vergleichen mit deutscher Rechtsstaatlichkeit, wo man jetzt festgenommen wird, dann kommt innerhalb von 24 oder 48 Stunden muss irgendwie ein Haftrichter vorgeführt werden und so weiter. Bei uns gibt es ja da irgendwelche Regeln. Ne? Ich weiß nicht, in Thailand ist es wohl ist anders. Ne? Genau, also in Deutschland ist es so, du bist schuldig, bis man dir die Schuld bewiesen hat. Also die müssen es beweisen, dass du schuldig bist. In Thailand ist es umgekehrt. In Thailand musst du beweisen, dass du unschuldig bist. Der Staat muss gar nichts tun. Das heißt, der Staat nimmt dich fest und du musst jetzt beweisen, dass du unschuldig bist. Die müssen gar nichts. Also es ist wirklich umgekehrt. Und wie ist das abgelaufen? Du bist dann an dem Abend festgenommen worden? Wurdest du dann zur Polizei gebracht? Oder was hat man denn gemacht mit dir dann? Genau, wir kamen zur Polizeistation, man hat diesen Verhör gemacht und dann, wir hatten ja dann eine Polizeizelle, ne, eine Zelle in der Polizeistation und da sind wir dann alle drei reingekommen. Ne? Also der Fahrer, mein Freund. Zusammen. Ja, da waren wir noch alle zusammen. Und es war ein Samstag und wir mussten jetzt warten bis Montag, bis wir uns dem Richter vorstellen können und dann ging es auch ins Gefängnis. Am nächsten Tag kam dann auch meine Freundin mit Tochter und die konnten mich dann so von außen, von der Zelle sehen. Und ich muss dir sagen, ich wusste da noch nicht, was auf mich zukommt. Ich war noch so ein bisschen, ne, keine Ahnung, was jetzt passiert. Warst du noch guter Dinge irgendwie, dass du irgendwie rauskommst? Oder hast du irgendwie gedacht, das schaffe ich irgendwie? Oder? Auf jeden Fall, weil ich wusste ja, eigentlich, ich habe ja nicht gekauft und nicht verkauft. Ich habe eine Telefonnummer weitergeleitet und ich wusste jetzt nicht, was ich dafür bekomme, für so ein Delikt. Ne? Ich war mir nicht sicher.
Aber tief im Innersten glaubte ich, ich werde da rauskommen. War dir das bekannt, dass in Thailand die Drogendelikte so hart bestraft werden? Wusstest du Nein. das damals? Du hast ja gar nicht auf deinem Schirm gewesen. Gar nicht. Nee. Du warst in einer komplett anderen Welt gelebt, hast du gelebt. Und wie gesagt, ich war in dieser Gruppe von Menschen, die halt gut gelebt haben. Wir haben Polizisten gekannt. Also meine Firma hatte die auch alle unter ihren Payday, also unter ihren, wie sagt man auf Deutsch, auf der Zahlliste. Auf der Zahlliste, ja. Genau. Ja. Und man hatte viele von den Leuten gekannt und man hat sich da nie Gedanken gemacht. Ja. Man hat ja Partys gefeiert fast jeden Tag. Damals war das so. Ne? Man hat ein Urlaubssystem verkauft zwischen 10.000 und 50.000 Dollar und man hat heute vielleicht 10 Verkäufe gehabt. Und dann kannst du dir mal ausrechnen, wie viel da in der Kasse geklingelt hat pro Tag. Ja. Ja? Und jeder hat seinen Anteil vom Kuchen. Und da unten ist alles so billig. Ne? Wir haben teils in Häusern gewohnt, die könntest du hier nicht fünfstellig zahlen wahrscheinlich. Also, du kennst sie, die Villen da unten. Ja. Ja. Ich habe gleich in meinem ersten Jahr das alles mitgemacht, ne? Mit 20 Jahren. Und mich in das Land verliebt und nie irgendwelche Sorgen gemacht. Es war ja auch 11 Jahre alles gut gegangen. 20 Jahre ist man auch noch jung. Und wenn man dann dort reinlebt, sich reinlebt und so ein Leben eben, dann wird man halt vielleicht doch auch ein bisschen leichtsinnig und fühlt sich sicher. Ne? Aber das hat sich ja geändert in dem Moment. Und wie, hast es denn, wie ist es denn am Anfang zugegangen? Ich meine, du bist dann erstmal, du hast ja keine Ahnung gehabt, was in Thailand im Knast überhaupt los ist. Ganz genau, überhaupt keine Ahnung. Ich kannte ja Knast nur aus Film und Fernsehen. Ne? Mhm. Ich konnte mir keine Vorstellung machen. Ich dachte natürlich, klar, du kommst da in eine Zelle, sicherlich, ne? Wird es eine Zelle geben. Und Kriminalität, ich wusste es nicht. Ich konnte es nicht einschätzen. Also man hat uns dann am Montag zum Richter vorgestellt. Dort ging es nur rein und raus. Mehr war da gar nicht. Also nur gefragt, bekennt ihr euch schuldig? Habt ihr einen Anwalt? Das war's. Und dann ging es vom Gericht aus in einem Laster, in einem offenen Käfig auf dem Laster mit den anderen, die heute auch vor Gericht waren, aber die waren schon im Gefängnis. Wir nicht, wir kamen aus einer Polizeistation. Die anderen 20, 30, die da auch in dieser Zelle im Gefängnis waren, die waren schon in Uniform, ne, in der Gefängnisuniform. Und wir gingen dann alle zusammen dahin. Und dann kamen wir da an. Ich hatte noch zwei Plastiktüten, ein paar Klamotten hatte ich drin, was mir meine Freundin damals mitgebracht hat und ein bisschen was an Essen. Und wir kamen da dieses große Tor hinein und noch ein zweites Tor. Und dann war so ein Fußballplatz, ne, mit einem, also kein Rasen, sondern so ein Betonplatz. Ne? Und dort sollten wir uns alle aufreihen. Das war noch in Phuket alles, ne? Das ist alles in Phuket. Das ist in Phuket, ja. Genau. Das ist in Phuket, dort habe ich ja gelebt und wurde verhaftet. Wir kommen auf diesen Fußballplatz, dann gibt es eine Treppe, die nach oben führt und dann ein Riesengebäude. Und dort hast du diese ganzen Räume. Ne? Also es waren Räume, es waren Zellen. Man konnte jetzt nicht von unten sehen, wie diese Zellen aussehen, aber man sieht ja diese Eisenstäbe überall und ein Orchester von Stimmen. Ja? Also da waren ja 2000 Menschen in diesem Gefängnis. 2000 in diesem einen Gefängnis. Ne? Und wir wussten jetzt auch noch nicht, wie das alles aussieht. Ich bin immer noch unten auf dem Fußballplatz und schaue noch hoch und höre Geschreie, Gelache, Musik. Und wir mussten uns dann ausziehen, wie alle anderen auch. Ne? Man hat das, was man auch aus dem Gefängnis kennt, diese Leibesvisitation mitgemacht. Ne? Und auch natürlich das Schauen in den Po. Also das alles, das kannten wir aus dem Film und Fernsehen. Dann, ja, so ist komplett Leibesvisitation. Alles komplett. Ne? Ja. Und man hat uns dann unsere Sachen auch genommen, die wir hatten, und wir sollten dann mitkommen. Wir sind dann der Reihe nach in die Zellen verteilt worden und ich kann mich gut erinnern, ich war in einer Zelle unten. Als ich mich in dieser Zelle genähert habe und ich da reinschaute, ich sah schon hunderte von Menschen. Und es kam mir vor, als ob da hunderte Menschen drin sind. Ja. Aber ich war mir nicht sicher. Also hat er diese Zelle geöffnet und dann habe ich es gesehen. Da waren, also an dem ersten Tag, wo wir ankamen, waren ungefähr 180 Leute da. Und es war, wir haben es später abgemessen, dieser Raum hat 120 Quadratmeter. Ja, da musst du noch einiges abziehen. Da sind Toiletten, da sind Wassertanks, da sind Pfeiler. Jetzt macht er diese Zelle auf und ich stehe erst da und weiß gar nicht, ob ich da rein, wie soll ich denn da reingehen? Da ist überhaupt kein Platz. Da ist ein Teppich voller Menschen, alle sitzen auf dem Boden. Du kannst nicht mal einen Schritt machen, ohne auf jemanden zu treten. Und er schuckt mich da einfach hinein. Und mein Freund auch, ne? Da ist er noch mit mir dabei und den anderen auch. Schuckt er uns alle da hinein und die Thais gleich, ja, und alle schauen dich an, verwirrt, mit verwirrten Gesichtern. Die einen grinsen, die anderen sind sauer und dann sagen wir zu mir, geh nach hinten, geh nach hinten. Ich schaue, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Da sind ja so viele Leute. Ne?
Und dann sehe ich irgendwo ganz am Eck auf der rechten Seite von dieser Zelle ein paar Ausländer, Weiße, ne? Also uns, unsere Leute. Ne? Und dann schaue ich und die winken mir auch zu. Und dann sage ich zu meinem Freund, da hinten sind ein paar von uns, lass uns rüberlaufen. Und dann sind wir da so rübergestampft über diese Leute, na, und sind dann dort angekommen. Und dann haben die ein bisschen Platz für uns gemacht, damit wir uns setzen können. Und haben gesagt, setzt euch hin, na, was ist euch passiert und wer seid ihr? Und da waren Franzosen, na, und ein Deutscher dabei, Schweden, Holländer, war wirklich alles vertreten, ganz Europa, auch Amerikaner, Australier, war alles da. Die waren ungefähr so 50, ne, von diesen 180. Und das war auch da, wo die Toiletten sind, ne. Und dann mussten wir uns da erstmal vorstellen, erzählen. Und dann haben wir auch festgestellt, wir waren nicht die Einzigen, die da wegen diesem Amerikaner im Gefängnis sind. Da waren schon einige auf der gleichen Masche, mit der gleichen Masche halt. Und ich habe erst gedacht, wir sind da jetzt nur kurz in einem Aufenthaltsraum und danach gehen wir nochmal irgendwo hin, wo wir dann auch schlafen werden. Das war so mein Eindruck, weil es nicht mal eine Möglichkeit, sich hinzulegen, sondern nur so zu sitzen. Du saßt ja so da mit deinen Beinen so. Du konntest deine Beine nicht strecken. Kein Bett. Nee, da war gar nichts, da war nur Beton auf dem Boden. Wir saßen ja alle auf dem Boden und so. Und irgendwann mal frage ich auch einen Freund, den ich halt dann kennengelernt habe, wo werden wir denn später schlafen? Gehen wir noch irgendwo rüber? Wer noch verteilt? Und dann sagt der, nein, hier, das ist unsere Zelle. Da habe ich gesagt, ja, wo werde ich schlafen? Also ja, du musst warten bis 9 Uhr. Dir wird einer zugeweist, einer einen Schlafplatz. Und für uns hat er mir gezeigt, er hatte sowas vielleicht. Also viel weniger als schulterbreit. Ne? Das war sein Schlafplatz auf 1,20 Meter, höchstens 1,50 lang. Das war sein Reich. Aber für mich gab es sowas nicht, sondern mir hat man ein kleines Stückchen Sitzplatz gegeben. Ne? Dann kam 9 Uhr und diese Plätze wurden verteilt zum Schlafen. Und jeder, der schon da länger war, hatte eben dieses kleine Reich für ihn, einen kleinen Schlafplatz, und wir hatten nichts. Als die dann alle schon lagen, wir sollten noch warten, kam dann auch der Zellenchef, was auch ein Gefangener war, und hat dann ungefähr noch 90, 100 Leute da gesagt, okay, so jetzt kommt ihr an die Reihe. Das sind so die Neuen, die letzten 1-2 Monate angekommen sind und wir auch. Und dann war wirklich ein kleiner Flurgang, da hätten vielleicht, wenn du das gesehen hättest, gesagt, da passen vielleicht 20, 30 Leute hin. Aber wir waren jetzt 90. Also hat er dann gesagt, den ersten Thailänder hinlegen. Da habe ich gesehen, der Thailänder legt sich auf die Seite, ne, also auf die Seite hin und so. Und der zweite und der dritte. Ne, und die liegen dann richtig im Löffelchen, ne, wie du auch vielleicht mit deiner Freundin so liegst abends. Genauso umschlingen. Und dann auch mit mir auch. Dann kam ich an die Seite so da hinlegen. Ne. Erster Abend. Erster Abend. Ne. Also habe ich mich auch so hingelegt. Ich bin da hingegangen, mich hingelegt. Du hast kein Kissen, du hast kein nichts, kein gar nichts. Du liegst auf diesem Betonboden. Ne. So. Und irgendwann mal schaue ich hoch. Ich habe meine Hand nicht mal so hinmachen können, weil das stört ihn dann. Also musst du so hingehen, ne? Oder du musst ihn umarmen. Der andere da hinten umarmt dich halt auch. Ne? Und so liegen wir da. Und am ersten Abend liege ich einfach so da. Ich habe kein Kissen, kein gar nichts. Dann sagt ein Franzose zu mir, Micky, mach dir keine Sorgen. Morgen besorge ich dir ein Kissen. Ne? Morgen hast du was. Das war mein erster Abend. Ich lag so da und habe dann auch nur noch... Das steht auch im Buch so, es war tatsächlich genauso. Ich musste dann lachen erstmal. Was für eine Situation ich mich da reingebracht habe. Ne? Von einem, der gerade noch so gut gelebt hat vor 2 Tagen und jetzt liege ich da auf diesem Boden. Ne? Und dann im nächsten Moment ist mir das Lachen vergangen. Musste erstmal weinen. Also nicht jetzt heulen, aber mir sind Tränen gekommen. Ne? Es war wirklich, ich habe gedacht, mein Gott, wo hast du dich hier reingebracht? Wie wirst du hier wieder rauskommen? Ne? Am nächsten Tag hat man mir dann auch mein erstes Kissen gegeben und das war eine Coca-Cola-Flasche. Es war eine Plastik, 1,5 Liter Cola-Flasche. Das war dann die nächsten Wochen erstmal mein Kissen, dass ich auch immer drauf aufgepasst habe. Man konnte drauf schlafen, wenn man ein bisschen Luft rausgenommen hat. Also warte mal, wir reden jetzt von Wochen. In diesem Raum, wo diese 290 Leute dann irgendwann mal drin waren. Ja, ja, also wir sind immer noch dort. Wir sind in Phuket, wir sind noch nicht mal in Bangkok. Ja, ja, genau. Ja. Also ich bin noch da. Ich würde da in dieser Reihe auch die nächsten, bevor ich einen Platz gehabt habe, wo ich mal kurz meinen Rücken anlehnen konnte auf dem Boden, hat es mindestens 3 bis 4 Monate gedauert. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es waren mindestens so viel. Und bis ich ein Kissen hatte, also eine Decke, die zu einem Kissen gebastelt wurde, hat es noch ein bisschen länger gedauert. Ich habe die Cola-Flasche sehr lange als mein Kissen gehabt. Ne? Eben die Mulde, ein bisschen Luft raus und da dann drin geschlafen. Ne? Und immer auf einer Seite. Du konntest abends nicht auf die Toilette. Nee, ich wollte gerade sagen, Hygiene. Ich meine,
Ja, ja. Von was redet man da? Toilettengang oder so ist unmöglich. Sobald du da aufstehst, diese Linie verlässt, dann drücken die anderen, die ja so gequetscht sind, deinen Platz zu. Das heißt, du gehst urinieren, du gehst auf die Toilette, kommst zurück und dein Platz ist weg. Du müsstest jetzt quasi 100 Leute aufwecken, damit jeder ein bisschen rückt, damit du da wieder reinquetschen kannst. Ne? Und das ist mir einmal passiert tatsächlich und ich habe dann die ganze Nacht im Stehen verbracht bei den Toiletten. Da gab es kein Zurück mehr, weil das geht nicht. Also Toilette nachts kannst du vergessen. Du musstest dich so einrichten, dass du wirklich mindestens bei 8-9 Stunden durchgehalten hast. Also mindestens diese ersten 4-5 Monate war das die Regel, bis du mal einen Platz deinen nennen konntest. Wie ist denn die Rechtslage? Ich meine, du hast einen Anwalt, ja? Nein? Wie gehst du um? Genau, also dir wird sofort ein Anwalt auch angeboten von den Polizisten. Die haben dann ihre eigenen Anwälte, ne? Die wollen dann auch dir einen von ihnen geben, dass der dich dann auch überredet, dass du deinen Fall da akzeptierst, ne? Du kannst auch von dem Staat einen Anwalt haben, das gibt es tatsächlich, ne? Du kriegst einen Anwalt umsonst. Der erste Anwalt jedoch, der kam, war ein Thailänder. Das war der allererste, wahrscheinlich von der Polizei geschickt. Und er wollte mir einen Deal machen. Er hat gesagt, er könnte mir 5 Jahre besorgen. Ich meine, ich soll meinen Fall akzeptieren. Ich soll sagen, okay, ich akzeptiere so, wie es ist. Ich bekenne mich schuldig und er würde mir mit 2.500 Euro aushelfen können. Ich zahle ihm 2.500 Euro und er wird mir 5 Jahre dafür besorgen. Ja. Zu der Zeit habe ich zu ihm angeschaut, ich habe gesagt, 5 Jahre, bist du verrückt? Mach doch keine 5 Jahre in diesem Loch. Also, ich habe den sofort gefeuert. Ne? Ich habe ihn sofort gefeuert, habe gesagt, also, der spinnt ja, 5 Jahre für was? Ich habe eine Telefonnummer weitergeleitet, das ist ja klar, es war nicht mein Zeug, es waren nicht meine Drogen, ich habe keine Drogen verkauft, sondern habe eine Telefonnummer weitergeleitet. Und ich war mir auch sicher, 5 Jahre werden das nicht. Also habe ich ihn gefeuert, kam ein zweiter Anwalt und dieser hat dann sozusagen einen großen Plan geschmiedet, wie er mir da helfen wird, ne? Dieser Schweizer Firma. Und, aber ich würde sagen, vielleicht erzähle ich dir nochmal dieser erste Tag, als ich die Zelle morgens verlassen habe, was bestimmt hochinteressant ist, weil man kann sich das kaum vorstellen für europäische Verhältnisse, ne? Wenn man denkt, was hat ein Gefängnis in Deutschland und ein Gefängnis dort. Also der erste Tag, ne? Du kommst dann da raus aus dieser Zelle, man muss gezählt werden und irgendwann mal 7 Uhr morgens sagen alle raus, raus aus der Zelle und alle kommen dann raus und rennen. Und ich bin natürlich neu, ich laufe dann raus, schaue mir erstmal alles an und alle sind sie am Rennen. Ich frage dann einen, wo rennt denn die alle hin? Sagt er, du musst dich beeilen, wir gehen zum Essen, du musst dich sofort beeilen. Also bin ich mitgerannt, ne? Und wir rennen da wirklich im schnellen Gang und dann sagt er zu mir, hast du einen Löffel, hast du einen Löffel dabei? Ich habe gesagt, ich habe keinen Löffel, ich bin gestern angekommen, ich habe nichts. Du brauchst einen Löffel, willst du essen? Und dann wurde ich immer langsamer. Also ich habe keinen Löffel, okay, renn du schon mal los. Ich war auch gar nicht so hungrig, muss ich ehrlich sagen, ne? Dieser ganze Schock. Und ich bin immer langsamer geworden, aber trotzdem mit der Menge gelaufen. Und irgendwann mal komme ich da an und wir sehen ein Riesentor. Und ne, dieser Gefängnis hatte 2000 Leute. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass, wie viele Leute da vor diesem Tor sich gequetscht haben. Und ich war so zuletzt dran und man hat da erstmal geschaut. Und die haben sich da alle gequetscht und die haben sich da... Also das war eine Hölle für die Leute, die da drin waren, in dieser Menge. Ne? Und dann auf einmal geht dieses Tor auf und die rennen schon wieder. Und dann machen sie eine Reihe, eine schöne Reihe. Ne? Und da waren 2, 3 Reihen. Und jetzt bekommen die da ihr Essen. Das sind riesen Töpfe. Ne? Die bekommen dann ihr Essen und sollen weitergehen, weitergehen. Und ich habe mich ja langsam, am Schluss kam ich dann auch irgendwann mal an. Und als ich aber ankam, war nur noch Wasser in diesen Töpfen. Das heißt, es ist gekochter Reis. Ne? Und wer zu spät kommt oder wer zuletzt kommt, kriegt doch nichts. Deshalb waren die auch alle so am Kämpfen. Ja? Es würde mich wiederum Tage dauern, bis ich das System rausbekommen habe, bis ich mich da auch durchgekämpft und boxt habe, dass ich dann auch am Schluss ein bisschen was vom wirklichen Reis bekommen habe und nicht nur dieses Wasser von dem Reis. Ne? Und also Essen war sehr chaotisch. Ne? Aber ich muss auch wirklich gestehen, Mario, du hast die ersten Tage gar keinen Hunger. Du hast keinen Hunger, weil du einfach auch diese Schocksituation noch hast. Ne? Du kommst da an einen Ort... Und dann siehst du das Essen auch noch. Manchmal gab es vom Schwein etwas. Das erste Mal, wo ich gesehen habe, wie mein Nachbar Schweinehaut isst. Und diese Schweinehaut hat so lange Borsten. Die werden ja nicht gereinigt, sondern es ist das Fett mit der Haut und die Haare hängen noch dran. Und dann hat er das Ding auf dem Löffel und ich sitze da und denke jetzt, isst er das jetzt? Das isst er nicht. Und dann steckt er sich das Ding in den Mund und fängt an zu kauen. Und ich schaue ihm weiter zu und denke, das kannst du nicht essen. Dann denke ich jetzt noch, er wird diese Borsten aus dem Mund nehmen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat alles geschluckt. Ja.
dann habe ich gesagt, das hätte ich nie geschafft, habe ich gesagt, das könnte ich niemals machen. Und dann hat er mich angelacht und hat gesagt, warte mal ab, auch du wirst es bald essen. Ich habe mich sehr lange geweigert, das Zeug zu essen. Es gab da einen Laden, man konnte sich Dosenfisch kaufen, Fisch in der Dose und Kekse und auch Sojamilch in der Packung. Ich habe sehr lange nur noch das gegessen, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Irgendwann mal hängt es dir oben raus. Und dann habe auch ich angefangen, das Gefängnisessen zu essen. Und dann hast du auch gemerkt, dann isst du alles. Also da gab es Sachen, wenn du was vom Hühnchen gesehen hast, ne, da waren Köpfe, da waren die Klauen, also die Füße, die Nägel, Federn waren da teils drin. Ne? Also das kriegst du alles auf deinen Teller. Und ja, am Anfang pickst du das alles so ein bisschen raus und isst halt, was du da essen kannst. Ne? Und irgendwann mit den Jahren isst du alles, weil du halt einfach irgendwann mal sagst, das schmeckt doch gut, das schmeckt gar nicht so schlecht. Ne? Wir reden jetzt von Jahren, aber du warst dann noch in dem Modus, nach dem Motto, naja, vielleicht werde ich in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie rauskommen. Genau, also ja. Hoffnung war unheimlich viel da für mich, dass ich da rauskomme. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich nur eine Telefonnummer weitergeleitet. Das war ja immer mein Gedanke. Immer schwirrte mir das im Kopf, du hast nur eine Telefonnummer weitergeleitet. Also, na, dir wird schon nichts passieren. Kurz nach dem Essen sind die wieder alle losgerannt. Ich habe schon wieder gedacht, wo rennt ihr denn jetzt alle hin? Schnell, du musst dich beeilen, wir müssen uns zum Waschen, wir müssen jetzt zum Waschen. Ich war super froh. Also ich habe mich, am Samstag wurde ich verhaftet und am Montag kam ich dann, ich habe mich hier nicht waschen können. Ich habe gestunken. Wenn du dir so eine Polizeizelle in Thailand vorstellen, das war heiß in einem April, ja, eins der heißesten Monate. Es ist der heißeste Monat. Da feiern die ja ihr Songkran, ihr Neujahr, das Wasserspiel-Festival da, weil es so heiß ist. Und wir waren in einem April verhaftet worden in so einer Polizeizelle. Und wir haben gestunken, alle drei von uns, als wir da ankamen. Und dann an diesem nächsten Morgen sollen wir jetzt gewaschen werden. Ich habe mich gefreut. Ich bin da mitgerannt und ich war da schnell. Jetzt sagt er zu mir, wo ist deine Schüssel? Du brauchst eine Schüssel zum Waschen. Ja? Ich habe keine Schüssel, ich habe nichts. Ich bin gerade angekommen. Ja, wie willst du dich waschen ohne Schüssel? Mir egal, ich muss mich waschen. Also bin ich da mitgerannt. Dann kommen wir da an. Und schon, also es waren 4, 5 Becken, das sind so Becken, ne? Und die Wasser, jeder Becken ist voll mit Wasser. Und alle sind schon ringsherum. Und jeder hat schon seinen Platz und steht da mit seiner Schüssel. Und hinten dran ist nochmal eine Reihe und da hinten ist nochmal eine Reihe. Und ich kam jetzt da in der vierten Reihe. Ne? Und dann ist da einer mit einer Pfeife und der pfeift zuerst. Und dann fangen die an, die erste Reihe fängt an, das Wasser da zu schöpfen. Und die nehmen das Wasser und sind am Waschen mit ihrer Seife. Die an der zweiten Reihe versuchen sich auch irgendwie da reinzuschlängeln mit ihrer Schüssel, um dann irgendwas zu bekommen. Ne? Sogar die an der dritten Reihe, aber die hatten keine Chance. Geschweige mir zur vierten Reihe, ich habe nur gewartet. Ne? Und dann waren die erste Reihe war fertig, ist es gegangen. Die zweite Reihe kam ein bisschen näher, dann hat sie sich gewaschen. Ordentlich ist auch gegangen. Die dritte Reihe kam, dann kam ich auch schon, ne? Und habe gedacht, jetzt, ne? Als ich kam, habe ich gesehen, da war nur noch Schaum in dem Ding drin. Also du musst dir so vorstellen, du waschst dich da, musst das Wasser mit der Schüssel nehmen und das ganze Zeug, mit dem du dich da gerade wäschst, also Seife, manche hatten zwar auch ein Duschgel, was man da kaufen konnte, oder jemand hat es dem gebracht von außen, das ganze Zeug fliegt wieder ins Wasser hinein. Das heißt, als ich an die Reihe kam, war wirklich nur noch Schaum drin. Aber Mario, ich habe gestunken. Und ich komme da jetzt an und sehe auch, wie die anderen, ein alter Mann nimmt gerade aus seiner Schüssel so ein bisschen Schaum, ein bisschen Wasser drin und wäscht sich damit. Und als ich ihn gesehen habe, dass er das macht, habe ich gesagt, so leid es mir tut, ich muss es auch machen. Ich habe gestunken, ich habe geklebt überall, ich habe mich damit gewaschen. Man muss ja auch sagen, man redet ja nicht von einer Eintageserfahrung, sondern es war deine Ersterfahrung, die aber für dich zu einem Dauerzustand werden sollte. Genau, es sollte ungefähr 2 Wochen dauern, bis ich einen Platz da ergattert habe, an erster Linie dieses Waschpuls. Und dann, ich kann mich genau erinnern, Mario, als ich da ankam an diesem Tag, ich stand da mit meiner Schüssel, ich habe mich da durchgeboxt, ich bin gerannt und dann stand ich mit meiner Schüssel, so eine Plastikschüssel da und ich stand da und habe dieses Wasser angeschaut, ich werde es nie vergessen. Und dann kommt ein Thai von rechts und will mich da wegschuck, sage ich, so, man müsste Platz machen. Und ich stand da, habe ihn nur angeschaut, weil die haben das so oft mit mir gemacht. Das hast du ja so alles noch. Ja, genau. ja. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe ihm gesagt, dass ich werde hier nicht gehen. Ich bleibe hier, ja, und habe ihn wirklich ernst angeschaut und habe gesagt, ich bleibe hier, drück mich nicht und schieb mich nicht. Na gut, ich war trotzdem aus, selbst wenn ich noch dünner damals war, aber die sind ja doppelt so dünn. Ne? Und der konnte mich auch nicht mehr wegschieben. Ich stand dann wie eine Eins da und habe gewartet auf dieses Pfeifen. Und dann habe ich das erste Mal dieses frische Wasser mal bekommen können. Also du hast das ganz vom Wassertrog sozusagen und musstest warten, bis jemand ein Signal gibt, dass du überhaupt anfangen kannst mit Waschen. Genau, man pfeift dann, also hier ist einer, der pfeift.
in seiner Pfeife und dann fangen wir an. Wir müssen da schnell sein. Ne? Und dann erstmal Wasser, dann pfeift er nochmal, dann nimmst du ein bisschen Seife und dann pfeift er nochmal und dann waschst du dich ab. Ne? Und dann gehst du. Das ist alles auf Rhythmus, alles getaktet. Ja, genau. Ja. Und wie war das parallel mit deiner Anwaltssituation? Ich meine, du hattest dann in der Schweizer Anwaltskanzlei, deine Mutter ist dann mit eingestiegen noch in das Ganze, kam auch nach Thailand? Ganz genau. Es ging dann um eine Kaution. Der Richter hat eine Kaution von 50.000 Euro gesagt. Ne? Zwar hat gesagt, ich wäre gefährdet, dass ich das Land flüchten würde, ne? Fluchtgefahr. Meine Mom kam mit dem Restgeld, wir hatten noch ein bisschen Geld da natürlich, dann kam sie noch mit dem Restgeld und dann hat man diesen Kautionsantrag gemacht und der wurde abgelehnt. Der erste Kautionsantrag wurde abgelehnt. Hast du damit gerechnet, dass er abgelehnt wird? Nee. Hat niemand gerechnet, weil als der Antrag ins Gefängnis kam, kamen die Wärter und haben mich ausgerufen. Und die Wärter standen um diesen Antrag, weil auf Thailändisch stand da jetzt 2 Millionen Baht in Bar. Und das haben diese Leute nicht in Lebzeit gesehen. Es gab nicht viele Menschen, die so eine Barsumme einfach anbringen. Und ich hatte sie für mich in Bar da. Und dann habe ich die Wärter auch angeschaut und gesagt, ist es gut, gehe ich nach Hause? Und alle, du gehst nach Hause 100%. 2 Millionen in Bar? 100%. Du gehst nach Hause, pack schon mal dein Zeug. Da warst du noch in dem Motto, ich kann mir alles kaufen. Da war noch dieses Geldthema, diese Überlegenheit mit dem Geld bei dir noch eingelegt. Auf jeden Fall. Ne? Und ich wusste auch, 50.000 Euro in Thailand ist ein Haufen Geld. Du kannst das wirklich fast zehnfachen mit unseren Verhältnissen hier in Deutschland oder Europa. Du kannst das wirklich fast verzehnfachen. Es ist sehr, sehr viel Geld in Thailand. Und ich war mir sicher, auch nachdem die Wärter gesagt haben, du gehst auf jeden Fall heute, pack schon mal dein Zeug. Ich hatte gar nicht viel zu packen, was soll ich denn packen? Und ich nehme doch kein Zeug daraus, das ich mir da jetzt in den 2 Wochen angesammelt habe, wieder mit raus. Also was habe ich gemacht? Ich habe alles verschenkt. Alles, was ich besaß, habe ich verschenkt. Alles Essen, Zigaretten, zu der Zeit habe ich noch geraucht, und Klamotten, alles, was ich gehabt habe, habe ich verteilt, jeden. Und habe mich nur selber in einer kurzen Hose und einem T-Shirt gelassen und habe 6 Uhr abgewartet, damit mein Name ausgerufen wird, damit ich gehen kann. 6 Uhr kam, mein Name wurde nicht ausgerufen, ein Franzose, der neben mir saß, auch gespannt. Wir beide waren sehr gespannt, wir gehen heute nach Hause. Ihm haben es aufgerufen, mich nicht. Jetzt habe ich schon alles verschenkt, konnte es auch nicht wiederholen, das war dann weg. Und dann habe ich erst mal gefragt am nächsten Tag, was los war. Und dann kam auch meine Mutter und war verweint. Ne? Und dann hat er mir gesagt, Sohn, der Richter hat dich nicht gehen lassen. Angst auf Flucht gefahren. Man hat diesen Kautionsantrag noch mal gestellt. Man hat danach, meine damalige Freundin hat ihr Land, das sie besaß, noch mal zu den 50.000 Euro einen Haufen Land noch dazugelegt. Und man hat halt gedacht, wenn man das Ganze noch vergrößert, dann hat man eher eine Chance. Und das hat auch nicht geklappt. Ich würde erst Jahre später herausfinden, dass die Art und Weise, wie dieser Antrag gestellt wurde, war von Anfang an falsch. Man hätte mich nie gehen lassen, egal wie viel Geld ich präsentiere, weil ich hatte keinen Bürgen. Und dieser Anwalt hat das so gemacht. Ja? Und er hat das so gemacht, weil er hatte einen ganz anderen Plan. Sein Plan war nicht, dass ich dieses Geld für Kaution ausgebe, sondern er hat seinen Plan geschmiedet, wie er meine Mutter überredet, dass sie ihm das Geld überlässt. Ich habe meiner Mutter dann auch noch am letzten Tag gesagt, Mom, lass das Geld auf meinem Konto hier und wenn du dann wiederkommst nächstes Jahr, dann überlegen wir uns, was wir damit machen. Das war der Plan. Nur das war an einem Freitag, sie geht am Montag, Samstag, Sonntag sind eh keine Besuche. Der Anwalt lädt meine Mutter an einem Samstagabend ein zum Abendessen mit seiner ganzen Crew, ganzen Leute mit dabei. Und dann hat er meine Mutter da überredet, dass er dieses Geld einfach braucht, falls was ist, damit er schnell reagieren kann und mich da rausholen kann. Und Mütter, wie sie halt so sind, meine Mutter wollte auch eigentlich auch nur helfen, obwohl ich ihr gesagt habe, sie soll es nicht machen. Sie wollte mir halt helfen und hat das Geld dann dem Anwalt übergeben, diese 52.000 Euro. Und so war das, dass ich nach 2-3 Wochen mich mit dem gestritten habe. Ich wusste nicht, dass sie ihm das Geld gegeben haben. Und dann sage ich zu ihm, zu diesem Anwalt an diesem besagten Tag, dass ich werde mir einen neuen Anwalt holen. Und er sagt zu mir, dass ich könnte mir keinen neuen Anwalt holen. Da habe ich ihn angeschaut und gesagt, wieso kann ich mir keinen neuen Anwalt holen? Ich kann mir einen Anwalt wechseln, wann immer ich möchte. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, weil wir haben schon dein Geld. Da habe ich ihn angeschaut, welches Geld? Dann meinte er, ja, die 52.000 Euro. Dann habe ich gesagt, nee, die habt ihr nicht, die liegen hier auf meinem Konto. Dann habe ich gesagt, nee, die haben wir haben das Geld.
An dem gleichen Tag kam meine damalige Freundin, die habe ich sofort von dem Besuch zur Bank geschickt. Ich habe gesagt, geh jetzt zur Bank und schau und blockiere das Konto. Blockiere es, ja, weil die wollen an das Konto ran. Sie kam am nächsten Tag wieder und hat gesagt, Darling, das Geld ist schon weg. Da ist alles weg. Es liegt nichts mehr da. Trotzdem hat der Anwalt mir Mut zugeredet. Er kam dann und sagte, ich soll mir nicht Sorgen machen. Ich gehe sowieso nach Hause. Ich werde nach Hause gehen. Er wird dafür sorgen. Er wird mir helfen. Er hätte schon vieles mit der Polizei abgesprochen. Polizei kam in der Zwischenzeit auch mal wieder mich besuchen im Gefängnis und wollte mal sehen, wie es mir so ging. Und den anderen auch. Und die haben mich immer beiseite genommen und haben mir gesagt, dass ich soll die Wahrheit sagen vor Gericht. So wie ich es denen in der Polizeistation gesagt habe, soll ich auch vor Gericht aussagen. Die haben gesagt, dass ich werde nach Hause gehen. Bei den anderen zwei, ich soll mir keine Sorgen machen. Wenn ich die Wahrheit dem Richter sage, werde ich auch nach Hause gehen. Das ist ihre Annahme. Ne? Bei den anderen zwei wissen sie es nicht. Und es war auch mein Plan. Ich werde die Wahrheit sagen. Gerichtsverhandlung hat angefangen. Und dann kam auch der Tag, wo ich meine Aussage machen soll. Wir alle drei unsere Aussagen machen sollen. Und ein oder zwei Tage davor kommt mein Anwalt und besucht mich und sagt, dass ich muss meinen Plan ändern. Ich soll vor Gericht jetzt aussagen, ich würde diese anderen zwei gar nicht kennen. Ich saß dann da in dem Besucherraum und habe gesagt, wie ich würde die nicht kennen. Ich habe doch schon in der Polizeistation ausgesagt, das ist ein Freund von mir, ich habe die Telefonnummer weitergegeben, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich würde die nicht kennen. Nein, du musst es sagen, du würdest sie nicht kennen. Aber wenn du sagst, du kennst die, dann wirst du verurteilt. Also, ich habe schon mit der Polizei gesprochen. Also, er hätte sich schon mit der Polizei zusammengetan und die Polizei hat auch gesagt, ich soll so aussagen. Mhm. Ich habe ihn angeschaut und wusste echt nicht, was ich machen soll, weil ich wusste, ich habe doch nichts getan. Also bin ich zurück in die Zelle gegangen und man hat dann immer mit den anderen das besprochen. Da gab es einige Thais, die waren schon 3-4 Mal im Gefängnis, 5 Mal im Gefängnis, die kannten sich auch gut aus. Und die konnten mir auch nicht helfen. Der eine hat gesagt, du mach das nicht, lüg nicht, du hast doch nichts zu lügen. Der andere hat gesagt, ja, aber wenn sein Anwalt das schon so gesagt hat, das sind gute Anwälte, die haben bestimmt den Draht mit der Polizei. Der dritte hat gesagt, du, ich kann dir da gar nicht helfen, ich habe keine Ahnung. Ich war echt, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine Mom war zu der Zeit auch noch da. Sie haben sie auch noch bearbeitet. Meine Mom kam am nächsten Tag auch noch und hat gesagt, Sohn, hör auf die Anwälte, die haben ja schon einen Plan geschmiedet, die holen dich hier raus. Erzähl das so, wie die es gesagt haben. Und das habe ich auch gemacht. Ich kam dann 2 Tage später vor Gericht und habe meine Geschichte, als wir dann aussagen mussten, die anderen zwei wurden dann auch eingewiesen. Wir haben dann alles so gemacht, dass wir uns nicht kennen würden. Sondern ich wurde verhaftet, weil da eine Tankstelle war. Und ich habe getankt. Und als ich gesehen habe, dass da viele mit Pistolen durch die Gegend gerannt sind, habe ich Angst bekommen und bin gerannt. Und dann bin ich gerannt und sie sind mir hinterher und haben mich verhaftet. Das war meine neue Geschichte. Und so saß ich da. Und die Polizisten, die mich verhaftet haben und die mich auch im Gefängnis besucht haben, waren auch da. Die saßen da, links von mir, im Zeugenstand oder ja, neben dem Staatsanwalt saßen die. Und ich saß jetzt vor dem Richter und mache meine Aussage. Und mache jetzt diese neue Aussage. Und dann schaue ich nach links und ich kann dir sagen, du kennst das in Thailand. Thailand ist das Land des Lächelns. Die Thais lächeln immer, selbst wenn ihnen etwas unangenehm ist. Die lächeln halt. Das ist so die Art, wie die das machen. Als ich meine Aussage gemacht habe, Mario, und dann mal nach links geschaut habe, ich glaube, das waren 4 Polizisten, die da saßen. Die haben mich angeschaut und da hat keiner gelächelt. Die waren wirklich erstaunt, was ich da sage. Schockt. Das war mein Gefühl. Schockt, so von dir enttäuscht oder so vielleicht sogar. Ja. Auf menschlicher Ebene vielleicht auch. Die waren ja auch bei dir, die haben ja dir auch einen Hinweis gegeben, bleib bei deiner Aussage, die wollten dir vielleicht auch irgendwie, vielleicht doch irgendwie helfen. Ganz genau. Mein Gefühl war immer so, dass die mir helfen wollten. Die haben mir immer gesagt, sag die Wahrheit. Jetzt aber kommt mein Anwalt mit der neuen Geschichte. Ich sag diese Aussage aus und schaue die Polizisten an und die schauen mich an und ich hatte ein murmeliges Gefühl, Mario, mir ging es sofort schlecht. Ich schaue meinen Anwalt an, der hat mich gar nicht beachtet, der hat irgendwelche Papiere da gestöbert, hin und her. Dann war ich fertig. Meine Aussage war fertig, habe mich wieder hingesetzt. Die anderen zwei haben auch ausgesagt. Wir kamen wieder ins Gefängnis. Und es hieß wieder 2 Monate warten, bis die Polizisten aussagen werden. Das war so die letzte Aussage. Dann kam der Tag der Polizei. Wir kamen wieder ins Gericht, alle. Wir saßen da. Polizisten in den Zeugenstand, einer nach dem anderen, haben erklärt, was an dem Tag passiert ist. Und
Die haben immer über meinen Freund geredet, immer mit dem Finger zu ihm gezeigt. Und immer, ich hatte einen Übersetzer, zwei sogar, einen vom Gericht und dann nochmal die von dem Anwalt. Ne? Und der Staatsanwalt hat immer auf meinen Freund gezeigt. Und die Polizisten, die ausgesagt haben, auch. Als es dann zu mir kam, hat, ich glaube, der vorletzte Polizist hat dann zu mir gezeigt und hat dann gesagt, dass ihn hier können wir gar nicht so einstufen. Ja? Weil er kam da mit seinem Motorrad an, hat sich mit denen getroffen und war dann mit dem besagten Amerikaner, hat das alles erklärt. Ja? Der hat nicht mal eine Telefonnummer erwähnt, dass ich eine Telefonnummer weitergeleitet habe, so wie ich sie auch ausgesagt habe, haben sie nie gesagt. Sondern die haben gesagt, dass die können nicht wirklich einschätzen, was da mein Teil dieser Geschichte ist. Aber die können eins hier bestätigen, dass ich gelogen habe letztes Mal. Dass ich hier ausgesagt habe, ich würde die Leute nicht kennen. Und das ist gelogen. Ich würde die kennen. Ich kenne diesen Engländer, der mitverhaftet ist, sein Freund. Und sie sind sich auch jetzt überzeugt, dass wir eine Art Gang sind. Weil wieso würde er hier lügen? Er hat uns eine Geschichte erzählt und die haben das wirklich offen da erzählt. Wir haben ihm auch gesagt, er soll da die Wahrheit sagen, so wie er es getan hat. Und das hat er nicht. Ja? Und wir sind mir sicher, dass diese Leute eine Gang sind. Die gehören alle zusammen. Die arbeiten zusammen. Die versorgen sogar Touristen damit mit Drogen. Ne? Die Polizisten wollten jetzt noch mal eine reinwürgen, weil sie sich auch vielleicht verarscht gefühlt haben. Ich ja, weiß es nicht. Ja? Genau. Das war die Aussage. So, dann ging es wieder ins Gefängnis. Wieder warten. Wir haben wieder gewartet. Wahrscheinlich waren es fast 2 Monate wieder bis zur Urteilsverkündung. Dann saßen wir da vor dem Richter. Morgens noch sehe ich meinen Anwalt. Der kommt da hinein zu der Zelle vom Gerichtssaal unten zu mir und schaut mich an und sagt, heute gehst du nach Hause, heute gehst du nach Hause. Aber mir ging es richtig gut. Ich sage, ja, mein, lass es nur vorbei sein. Lass es nur vorbei sein. Und ja, ich war guter Dinge. Und wir sind dann hochgegangen. Auf einmal stehen wir vor dem Richter und mein Anwalt ist nicht mehr da. Ich schaue mich herum, kein Anwalt. Normal ist er immer da mit mir. Da in dem Moment war er nicht da. Der Anwalt von meinem Freund ist da, der Anwalt von dem Thailänder ist da, aber mein Anwalt ist nicht da. Gut, dann sagt der Richter sein Urteil und ich höre Sipsam. Sipsam heißt auf Thailändisch 13. Ne? Und ich habe gedacht, 13 Monate, mega, ich saß ja schon 1 Jahr 3 Monate, das heißt, ich gehe nach Hause. Ne? 13 Monate, gut, wir haben die Zeit getan. Und ich schaue auf die anderen, mein Freund hat auch nicht mehr verstanden, der Engländer. Ich schaue auf den Thai und sage ihm dann, 13 Monate, ne? Wir gehen nach Hause. Und er schaut mich an und sagt, keine 13 Monate, 13 Jahre. Was soll ich denn? Du? 13 Jahre? Nee, wir alle 13 Jahre. Ich auch 13 Jahre? Ja, du auch. Warte, ich kann dir nicht sagen, wie es mir da ging. Ich habe mich nur angeschaut, ich konnte es nicht fassen. Wieso 13 Jahre? Für was? Der Engländer gleich einen Lauten gemacht, war es 13 Jahre auf seinem Englisch, na, da rumgeschrien, da, ich konnte gar nichts sagen. Ich saß nur da, habe nur nach meinem Anwalt gesucht. Nirgends war der da. Wir kamen wieder zurück ins Gefängnis. Sofort haben sich alle um uns rumgezingelt, alle gefragt, was passiert, ne? Wie ist ausgegangen? Ich habe dann gesagt, ich wurde verurteilt zu 13 Jahren. Und viele konnten es auch nicht glauben. Was? Wieso? Wieso du? Du auch? Ich so, ja, ich auch. Wir alle. Jeder hat 13 Jahre bekommen. Und wirklich, Mario, die meisten waren geschockt, wie ich auch. Keiner hat das erwartet. Ne? Der Anwalt hat 2 Wochen gebraucht, bis er kam. Nach 2 Wochen kam er. Ich habe ihn angeschaut. Und was er zu mir gesagt hat, war, dass er weiß nicht, was genau passiert ist, aber jemand hat dem Richter Beweismittel unter den Tisch geschoben. So hat er es mir erklärt. Die Beweise gegen mich sind unter den Tisch gegangen. Er hatte gar keine Einsicht in diese Beweise. Aus dem Grund wurde ich verurteilt. Aber ich wusste ja schon, dass der mich verarscht hat zu dem Zeitpunkt. Also habe ich ihn nur angeschaut und gesagt, ich möchte dich hier nie wieder sehen, nie, nie wieder. Das Geld, das du hast, er hat hier noch mein Geld, das wirst du meiner Mutter zurückzahlen und ich möchte dich nie wieder sehen. Ich habe Mordgefühle. Am liebsten würde ich dich umbringen. Und das hatte ich auch. Ich habe diese Gefühle noch lange Zeit mit mir geschleppt, ob ich nicht diesem Menschen was antun werde. Ich hatte auch Angebote im Gefängnis, ihm was anzutun. Auftragsmäßig, oder? Ja, ja, später noch in Bangkok viel, viel mehr. Mhm. Und sein Hauptbüro war in Bangkok. Ja, das ging sehr, sehr lange mir nah. Und ich habe ihm nur gesagt, ich möchte dein Gesicht nie wiedersehen. Du machst mich krank. Und das hat auch
habe mich nur angeschaut, er hat mich krank gemacht. Und so war das, dass als meine Mutter dann kam, ich habe meine Mutter sofort geschrieben, komm und hol das Geld ab. Und sie kam. Und sie ist mit einer ehrenamtlichen Gefangenenbetreuerin, der Monika Dettmann. Ihren Namen kann ich ruhig sagen. Das ist ein Engel von einem Mensch. Diese Frau würde sich wie eine zweite Mutter für mich danach zeigen. Sie kam alle 2 Wochen, 5 Jahre lang. Entschuldigung, was sage ich denn? 6 Jahre plus hat die mich besucht in Bangkok später. Und meine Mutter ist mit ihr hingegangen, um das Geld abzuholen von dem Anwalt. Und an dem Tag der Geldübergabe gibt der Anwalt meiner Mutter einen Umschlag. Und sie macht den auf und da waren 3.500 Euro drin. Von den 52. Beziehungsweise da waren schon noch ein paar Ausgaben von den 52. Es waren nicht mehr 52 übrig. Es sollten 33.000 Euro zurückgezahlt werden, die er uns auch bestätigt hat in einem Schreiben. Ich habe das Schreiben hier zu Hause. Und wir sollten diese 33 abholen. Und dann gibt er 3.500 Euro zurück und sagt zu ihr, dass Frau Klasanovic, wissen Sie, Sie sollten froh sein. Ihr Sohn hat hier eine lebenslange Strafe abzusitzen gehabt. Wir haben das Geld benutzt, um es auf 13 Jahre runterzubringen. Sie haben das Geld bezahlt, damit Sie ihn mal wiedersehen. Ansonsten hätten Sie ihn nie wieder gesehen. Das war die Aussage des Anwalts. Meine Mutter kam dann mich besuchen an dem nächsten Tag und hat mir das erzählt, dass sie 3.500 Euro bekommen hat und dass das der Anwalt gesagt hat. Naja, du bist dann auf jeden Fall 13 Jahre verurteilt worden. Du warst natürlich geschockt. Du warst noch in Phuket. Die Anwaltsthemen hat sich erledigt. Deine Mutter ist mit 3.500 Euro abgezogen sozusagen wieder. Genau. Und du bist dann in Phuket geblieben oder bist du dann weggeschafft worden? Du bist ja dann auch nach Bangkok gekommen dann später, ne? Kurz darauf wurde ich dann nach Bangkok transferiert, weil eben Phuket war dann für so eine hohe Strafe wie meine 13 Jahre kein geeignetes Gefängnis. Man könnte mich vielleicht da auch irgendwie rausholen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen wir in einen Hochsicherheitstrakt nach Bangkok. Mhm. Wir waren sehr froh, weil uns wurde gesagt, wir sollen uns, das ist so mein erster Ausweis, den man dort gemacht bekommt, meine Gefangenennummer, hier steht mein Name, Maxim Klasanovic. Und man hat uns aber Hoffnung gemacht in Phuket. Man hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn du in Bangkok anguckst, alles wird besser. Bangkok, das Gefängnis ist hochmodern, ihr habt Schlafplätze, euch wird es gut gehen, das Essen ist besser, alles ist besser. Deine Botschaft ist gleich nebenan, dein Leben wird sich verändern, schlagartig. Wir wurden dann in einer Überfahrt von 16 Stunden in einem wieder Pickup auf 2 Holzbänken angekettet, 16 Stunden lang durch Thailand quer durch nach Bangkok gefahren. Allein diese Überfahrt, Mario, wir könnten hier 2 Stunden allein über diese Überfahrt erzählen. Ja. So, aber gut, wir kamen da an und mit großen Hoffnungen, ne, dass wir jetzt da in eins dieser hochmodernen Gefängnisse kommen, sehen wir um 10 Uhr nachts, als wir da ankommen und diese Zelle für uns aufgemacht wird, was da los ist. Und dann denke ich, das sieht aber nicht besser aus wie bei uns. Ne? Und dann frage ich jemanden aus dieser Zelle, zu der Zeit war mein Thai immer besser geworden, ne? Und dann frage ich den auch und dann sagt er zu mir, nein, 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 ihr seid nicht in diesem Bangkwan oder Krom Prem. Es gab 2 moderne Gefängnisse. Das eine ist das Bangkok Hilton, was auch genannt wird, das Bangkwan. Und das andere ist das Krom Prem. Und dann sage ich diesen Teil in der Bangkwan, Krom Prem, welches Zimmer hier, in welchem Zimmer? Und dann schaut er mich an und sagt, nein, du bist Bombat. Bombat, sagt er, du bist im Bombat. Keiner hat mir was von einem Bombat erzählt. Als wir am nächsten Tag diese Zelle verlassen haben, um diesen Hof anzuschauen bei Tageslicht und ich gesehen habe, was da los ist, Mario, wir dachten, wir entkommen der Hölle von Phuket und kommen an einen besseren Ort. Als wir aber dieses Bombard gesehen haben, haben wir festgestellt, dass Phuket war ein Paradies im Vergleich zu dem. Die Wände, alles war verschmutzt, der Boden, das war in Phuket nicht so. Wir hatten zwar keinen Platz in Phuket, aber es war trotzdem irgendwie mal sauber gemacht worden. Hier war gar nicht so. Hier sah alles verlassen aus, mit Menschen zugequetscht. Und das war unser neues Zuhause. Man hat uns am nächsten Tag verteilt. Der Engländer, mein Freund, der verhaftet wurde, kam ins Gebäude 5. Mich hat man ins Gebäude 7. Und da war noch ein Schweizer dabei aus Phuket. Den hat man ins Gebäude 6 gebracht. Und noch ein Afrikaner, der ging auch ins Gebäude 5. Man hat uns eben verteilt.
Der Schweizer, ist die Geschichte auch von dem Mitgefangenen, wo du mit dem Jabba-Tabletten oder was du da geschrieben hast? Nein, das ist ein anderer Schweizer. Den würde ich dann später kennenlernen. Der war in einem Nachbargebäude, im Gebäude 8 oder 9 muss es gewesen sein. Ich war ja im 7. Und den würde ich vielleicht ein, zwei Jahre später kennenlernen. Das ist eine andere Geschichte aus dem Buch. Aber da sieht man auch die krassen Unterschiede, ne? was die Länder unterschiedlich auch an Strafen vergeben. Ne? Genau, die Geschichte ist deshalb auch ausgewählt, um zu sehen, was da passiert mit seinem Freund, der in der Schweiz erwischt wird, und ihm, der aber in Bangkok am Flughafen erwischt wird. Das sind zwei Freunde, beide haben was dabei. Der eine wird aber das Flugzeug besteigen können und wird erst in Zürich verhaftet bei der Ankunft. Und der andere hat es nie geschafft und wird in Bangkok verhaftet. Der in Bangkok wurde zu 50 Jahren verurteilt. 50 Jahre? 50 Jahre. Der war 21, 22 Jahre alt. Und der in Zürich kam nach 4 Monaten wieder raus und war 2 Jahre auf Bewährung. Ja, also, um die Unterschiede zu sehen. Genau, und so kam ich eben in das Bombard-Gefängnis, Gebäude Nummer 7. Ja, mein erster Tag. Und kam in meine neue Zelle, wo wir jetzt nicht mehr knapp 300 Leute waren, sondern wir waren jetzt 60, 65, zu Spitzenhochzeiten waren wir 70 Leute auf 60 Quadratmeter. Das haben wir ausgerechnet. Die Größe der Zelle war 60 Quadratmeter minus diesem Toilettenplatz und dem Wassertank. Das muss man abziehen. Und was hat man von Standort als Ausländer in dem Gefängnis? Genau, also in Phuket waren es ja noch viele Weiße. Wir waren ja immer unter uns, ne? Wir waren unsere eigene Gang sozusagen. Wir waren zwar keine Gang, aber wir waren unter uns, ne? Die Weißen, die Europäer, die Amerikaner, Australier. Jetzt komme ich nach Bombard ins Gebäude 7 und ich stelle fest, es gibt keine Weißen. Ich kam in ein Gebäude, es gab Weiße in diesem Bombard, aber die waren alle im 6er und im 5er Gebäude. Dadurch, dass wir aber an diesem Tag zu viert waren, 4 Ausländer, musste man die verteilen. Und ich kam in ein Gebäude, das keine Ausländer hatte, nur Afrikaner aus Nigeria. Da waren ganz viele von denen, da waren 30, 40. Und dann natürlich die Südostasien, also Malaysia, Vietnam, Burma, all das war dort vertreten und ich als einziger Weißer. Und mein Thai war immer noch sehr grottenschlecht. Man hat dann keine Möglichkeit gehabt, viel mit anderen zu reden, also habe ich mich entschlossen, von Tag 1, von der ersten Woche, ich muss was machen. Ansonsten komme ich hier nicht weit. Und ich habe gesagt, ich werde Thai lernen. Thai lernen jetzt nicht erstmal gleich die Sprache, sondern erstmal das Lesen und Schreiben, ne? Das, was du hier siehst. Ne? Ja, Maxim Klasanovic, das ist jetzt ein K-L-A-S-A-N-O-N-O-W-I und das ist nochmal ein K. Ne? Das ist 10. Ich habe tatsächlich dieser Buchstaben hier, dieser hier gibt es 44 Stück. Nur 36 werden benutzt, die anderen sind veraltet, keiner benutzt die mehr. Also habe ich jeden Tag 2 dieser Buchstaben durchgenommen. Ich habe dann ein Buch genommen, habe angefangen, diese Zeichen zu machen und immer wieder diesen Buchstaben nachzusagen. Ne? Nachzusagen, nachzusagen. Dann habe ich das abends gemacht einmal und morgens, gleich beim Aufstehen, noch einmal. Und dann hatte ich das Ding hier drin. Dieses Zeichen wusste ich, was für ein Buchstaben das ist. Mhm. Und diese Sachen hier, das sind hier Laute, ne? Diese hier und das hier, das sind keine Konsonanten. Die habe ich dann auch gelernt. Davon gibt es 11 Stück. Und als ich die dann alle durch hatte, das hat so ungefähr 3 Wochen gedauert, Mare, konnte ich an den Wänden des Gefängnisses schon die ersten Sachen lesen. Gefahr oder Betreten verboten, solche Geschichten, ne? Aber langsam, ne, konnte ich anfangen zu lesen. Die Thais, die mich da immer beäugelt haben in der Zelle, mich erst am Anfang ausgelacht haben, weil sie gedacht haben, das lernt der nie. Ne? Und ich saß dann auch teils da, ne, wollte auch nicht, dass mich jeder da beobachtet. Aber ich habe das schön im Stillen gemacht. Nach 3 Wochen konnte ich die ersten Sachen langsam lesen. Da war auch klar, du kommst nicht eher raus, die 13 Jahre standen. Es gab keine Revision irgendwie, das gibt's doch alles nicht. Nee, ich habe dann auf eine Revision verzichtet, weil andere Anwälte mir gesagt haben, wenn ich eine Revision machen sollte, es würde ungefähr 2, 3 Jahre dauern, bis ich überhaupt rankomme. Und in der Zeit würde ich eine mögliche Amnestie verpassen. Der König von Thailand war damals schon sehr krank. Und alle haben sich Hoffnung gemacht, dass wenn was mit ihm passieren sollte, dass die Gefängnisse leer gemacht werden.
durch eine Amnestie. Und man hat mir das gut zugeredet und ich habe mich dann gegen eine Revision entschieden, die so lange dauern sollte. Und die deutsche Botschaft hat dann mir auch geschrieben und gesagt, ich könnte nach 4 Jahren nach Deutschland überstellt werden. Also ich würde 4 Jahre hier in Thailand verbringen und dann komme ich nach Deutschland. Aber wenn ich in eine Revision gehe, dann würde das nicht gehen. Also habe ich mich gegen die Revision entschieden. Mein Freund, der Engländer, der das überhaupt nicht verstehen konnte, der hat gesagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du diese Strafe akzeptieren? Gerade du. Ja, er würde sie nicht mal akzeptieren. Er akzeptiert sie nicht, auch wenn es in 10 Jahre dauern oder sollte. Er wird das anfechten. Er akzeptiert das nicht. Ich aber habe ihm gesagt, du, pass auf, ich möchte einfach nur den schnellsten Weg hier raus. Für mich sieht es aus, als ob das der schnellste Weg ist. Keine Revision, 4 Jahre und dann nach Hause. Und vielleicht auf eine Amnestie hoffen, vielleicht sogar noch eher nach Hause. Und ich will hier einfach so schnell, ich will hier keine 10 Jahre kämpfen, sondern den schnellsten Weg nach Hause. Also du bist auch in einer gewissen Form in die Hingabe gegangen zu dieser Strafe. Du hast dich das Sache auch hingegeben oder hingeben müssen. Oder das war so eine... Du hast dich hingegeben eigentlich irgendwann. Du hast den Widerstand aufgegeben, auch gegen das Ganze. Ja. Genau, ich habe diese 4 Jahre akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, die 4 Jahre schaffe ich. Und das mache ich. Und das war meine Hoffnung. Ja? Ich wurde ja zu 13 Jahren verurteilt und ich habe nie geglaubt, ich werde die 13 Jahre machen, sondern diese 4 Jahre, dann werden diese Dokumente für mich fertig gemacht, so wie die Botschaft mir das erklärt hat, und ich komme nach Hause. Ja? Zurück zur Sprache. Ich kann dir sagen, nach keinen 2 Monaten konnte ich lesen. Ich konnte thailändisch lesen. Man hat sich dann immer einen Witz draus gemacht. Die Thailänder, die fanden das auf einmal richtig toll. Jetzt kann der da lesen. Dann haben die mich da immer hergerufen und gesagt, weißer Mann, lies mal, was hier steht. Ne? Und dann haben sich alle versammelt und ich sollte da irgendwas auf einem Stück Papier lesen. Und dann fange ich da an, zu mein gebrochenes Lesen und zu lesen. Und die sagen, ja, okay, und jetzt übersetz mal, was heißt denn das? Ne? Dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Weil ich wusste, ich konnte nicht sprechen, ich konnte lesen. Und die haben sich dann immer kaputt gelacht. Ne? Über... die Art und Weise eben, dass ich lesen kann, aber ich verstehe es nicht. So. Aber auch da wiederum ging es nicht lange. Mhm. Und ich konnte dann auch sprechen. Ich habe das Thailändisch dann gemeistert. Ne? Das ging dann. Aber es war ja auch viel Kriegerei zwischen den Banden und so weiter, auch in den Gefängnissen. Ich meine, das war Zähneputzen war nicht groß angesagt. Genau, also wir hatten ja Zellen und wir hatten einen Hof. Und als dann auch das Militär übernommen hat, recht schnell damals in Thailand, dieser Militärpush, ne, man hat dann alles verboten sozusagen. In den Zellen waren keine Zahnbürsten erlaubt, sondern du konntest dich nur in diesem Hof deine Zähne putzen und waschen. Und in der Zelle, wo wir 17 Stunden am Tag verbrachten, konntest du nichts mitnehmen. Also war nicht erlaubt. Ich musste dann später auch mal ein bisschen die Wärter bestechen, um mal ein Buch mit hochnehmen zu dürfen. Aber bei Büchern, das war ja auch das, was da drin dann mit dir... losgegangen ist, dass du angefangen hast zu lesen. Das war ja dann ein ganz großes Thema gewesen. Genau, also in Phuket gab es nicht wirklich Gangs. Banden gab es da nicht, die hatten da Gruppierungen. Ne? Aber in Bangkok angekommen, haben wir schnell herausgefunden, da gab es 3 Gangs mit großen Namen. Diese Gangs waren nicht nur im Gefängnis vertreten, die waren auch in den Straßen von Bangkoks verteilt. Ne? Und das ging nach Stadtteilen. Es gibt da einen berühmten Stadtteil von Bangkok, der heißt Ding Dang. Ding Dang ist auch ein Flughafen, da der alte Flughafen. Das ist eine Gang, die nennt sich Ding Dang, wegen diesem Stadtteil, im Gefängnis und auch draußen. Dann gab es eine, die hieß Bang Se. Bang Se ist auch ein Teil von Bangkok. Und dann gab es eine, die heißt Yanua. Yanua ist auch ein Teil von Bangkok, aus dem Stadtteil von Saton. Und ich kam dann hinein und mir wurde das dann auch erklärt. Du siehst das dann auch, die haben dann ihre, die sind alles hochtätowierte Leute, manche sind vom Gesicht, also überall tätowiert, die haben auch ihre Zeichen überall von ihren Gangs tätowiert. Ne? Und auch sehr viele dünne Menschen abgemagert, weil es war ein Gefängnis für Drogensüchtige und Drogendealer, Drogenbosse. In Phuket waren wir noch alle verteilt. Unter Mördern, unter Dieben, alles war auf einem Haufen. Aber in Bangkok nicht. In Bangkok war das ein Gefängnis nur für Drogen, ne? Drogenfälle. Und dementsprechend sahen die auch anders da aus, die Jungs. Ne? Man hat mich beäugelt, weil ich war schon in Phuket sehr aktiv mit Fitness. Also ich habe in Phuket angefangen, mit eigenem Körpergewicht zu arbeiten, habe mich so ein bisschen abgelenkt. Und auch die ersten Bücher in Phuket gelesen, beziehungsweise die ersten fast 100 Bücher, die ich da durchgenommen habe. Also vorher habe ich in meinem Leben, glaube ich, 2, 3 Bücher gelesen. Das war alles in meinem ganzen Leben vor der Gefängniszeit. Jetzt komme ich da rein und das erste Buch war, glaube ich, ein John Grisham. Und das habe ich gelesen und ich habe gedacht, mein Gott, so unterhaltsam, hätte ich nie geglaubt.
dass ein Buch so toll sein kann. Und ich kam sofort auf diesen Trip. Ich habe dann, es gab da tatsächlich, in Phuket gab es vielleicht 150 Bücher, die wir hatten. Es kam dadurch, dass viele weiße Ausländer in Phuket Besuch auch hatten und immer wieder nach einem Buch gefragt haben. Und man hat uns dann auch es gab eine Bücherei in Phuket und da lagen diese Bücher drin. Mario, ich habe die alle gelesen. Manche habe ich zweimal gelesen. Ne? Ich habe einen Wälzer verschlungen innerhalb von ein, zwei Tagen. Ne? Ich habe super Gefallen gefunden an diesen Krimis. Ne? Das war so mein Ding in Phuket. Und in Bangkok angekommen, als einzigster Weißer, und gefragt, ob die Bücher hier haben. Dann haben die Nigerianer gesagt, hier gibt es keine Bücher, gibt es keine Bücherei, kein gar nichts. Dann hat ein Nigerianer gesagt, schau mal, da war mal ein alter Engländer, schau mal in die Tüte da hinten in so einem Abstellraum, vielleicht findest du da was. Und da habe ich reingeschaut und tatsächlich von dem Baldwin waren ein paar Bücher und ich weiß nicht genau, was da alles drin war, waren vielleicht 10 Bücher drin, in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe die dann genommen, angefangen zu kleben. Dann habe ich von einem anderen ein bisschen immer, du bestechst dann, ein bisschen Geld zahlen. Also da, Zigaretten sind da die Währung, ein, zwei Päckchen Zigaretten. Der hat dann aus einer anderen Fabrik ein bisschen Kleber geklaut. Und ich habe dann angefangen, die ersten Bücher zu kleben. Und irgendwann mal waren die 10 geklebt. Ich habe die gelesen und waren fertig. So. Diese Gangs haben mich versucht natürlich anzuwerben, weil ich war damals schon sehr gut gebaut. Nach 1,5 Jahren in Phuket trainieren war ich doppelt so groß wie die. Und die haben dann immer mit mir geredet, ob ich nicht darüber, dort drüber. Und ich habe immer Nein gesagt. Ich bin kein Thai und ich mache das auch nicht. Ich mache mein eigenes Ding und fertig. Ich gehe eh nach Hause bald, habe ich immer gesagt. Und habe immer weiter trainiert. Hatte auch recht früh eine kleine Mannschaft von Thais, die das toll fanden, was ich da mit eigenem Körpergewicht machen konnte. Und mich dann auch gefragt, können wir nicht mit dir zusammen trainieren? Habe ich gesagt, natürlich, kommt mit. Ich hatte vielleicht 10 Leute immer um mich herum. Wir haben dann Liegestütze gemacht, Kniebeugen, wir haben uns irgendwo dran gehangen. Dann haben wir immer neue Sachen entwickelt. Irgendwann mal hat meine Mutter angefangen, das Manzelt mir zu schicken. Dann habe ich im Manzelt immer neue Übungen mit dem Bodyweight gemacht. Und so hat das angefangen, so mein Fitness. Hier auch noch ein paar, das mal ein bisschen deine. Genau, das sind einer meiner besten Freunde. Die haben auch mit mir dieses Muay Thai gemacht, diese thailändische Kampfsportart. Das hier, einer meiner besten, und der hier auch, meine zwei besten Freunde. Der hier zum Beispiel hat, ich weiß nicht, wie viele Leute auf seinem Gewissen, ist ein Leader einer großen Gang. Und ja, man würde ihn nie einen Mörder nennen, weil er wirklich Leute, Konkurrenten ausgeschaltet, durch umbringt. Aber einer der hilfreichsten Menschen im Gefängnis, der immer Leuten als allererster geholfen hat und der der hat eine Art auch der Aussprache, die Thais halt nicht hatten. Er war sehr kultiviert, würde ich sagen. Ja? Und das sind so diese 4 Jungs, die mir so sehr nah standen. Irgendwann mal kommt ein Wärter zu mir an und sagt, weißer Mann, möchtest du noch Bücher haben? Ich habe gesagt, Bücher, hast du Bücher noch da? Also kein Problem. Ich kann schauen, weil dieses Bombard hat 12 Gebäude. Ne? Und ich kann ja mal in den anderen Gebäuden stöbern, ob da englische Bücher sind. Aber du zahlst mir 1.000 Baht. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem. 1.000 Baht waren 25 Euro. Doch, auf jeden Fall, das mache ich. Ne? Ich hatte ja Geld. Also Geld kam dann durch der Gefangenenbetreuerin, die auch mit meiner Mutter in Kontakt war. Und Geld wurde mir dann auch geschickt. Und so habe ich dann diesen Deal angenommen. Es sind keine Tage vergangen, dann kam der Wärter mit einer Tüte voller Büchern an. Weißer Mann, komm rüber. Ich kam an, volle Tüte mit Büchern. Na, 1.000 Baht und du zahlst dann mit Zigaretten, auch dem Wärter. Er nimmt die Zigaretten, tauscht sie später in einem Laden draußen für Kohle aus. Auch die Bücher waren nicht in gutem Zustand. Ich habe angefangen zu kleben, die waren lose. Und wenn es keinen Kleber gab, haben wir Löcher gemacht mit Nägeln. Ich habe die genäht. Aber dieser Wärter hat Gefallen dran gefunden. Er kam tatsächlich einmal im Monat mit so einer Tüte voller Bücher an. Irgendwann mal hatte ich da vielleicht 100 plus Bücher. Und ich wusste nicht mal, wohin damit. Ne? Weil es gab so einen kleinen Abstellraum. Aber die Thais haben auch teils die wieder zerstört. Die haben dann für ihren Tabak Papier gebraucht. Also bin ich zum Wärter, habe gesagt, du, ich kann keine Bücher mehr annehmen, ich weiß nicht, wohin damit. Dann hat er gesagt, weißer Mann, ich besorge dir einen Raum, aber 5.000 Baht. Ne? Das waren jetzt 125 Euro. Ne? Er hat gemeint, er bietet mir den Deal an.
Habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich brauche einen Raum. Ich habe die nicht mal alle gelesen. Der kam ja da an, ne, mit immer wieder, der kam zweimal die Woche, zweimal im Monat an mit vollen Tüten mit Büchern. Also habe ich diesen Raum angenommen und das war die erste Bücherei von diesem Gebäude 7. Die Thais kurz daraufhin kamen auch an, haben gesagt, weißer Mann, könntest du nicht unsere Bücher auch dahin stellen, weil wir wissen nicht, wohin damit. Und so war tatsächlich Maro die eine Bücherei geboren. Um die habe ich mich lange gekümmert. Später würde ich das abgeben zu einem anderen, nach Jahren später zum Nigerianer, weil irgendwann mal wurde die Arbeit da drin viel. Aber zu der Zeit war das meine erste Aufgabe in diesem Gefängnis, meine Bücherei. Und mein Fitness mit den Jungs. Ja? Hast du da schon gemerkt, dass du dich als Mensch verändert hast? Das war so also nach 2-3 Jahren dann wahrscheinlich so, das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen. Hast du dann schon gemerkt, dass da was passiert mit dir durchs Lesen, durch das Gefängnis selber, das Eingesperrtsein, man reflektiert sich doch selbst und so weiter. Also man wird doch ruhiger oder ich meine auch dieser Umgang mit den Menschen dort und so, ich meine, da war ja auch Gefahr da, das war ja auch teilweise rau bestimmt und ja, also wenn ich zurückschaue, muss ich dir ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, ob ich sowas gemerkt habe, weil der Ort war trotzdem ein Ort von viel Leid. Kann ich dir ehrlich sagen, Leid in der Art von, es gab Leute, die hatten da gar nichts, die konnten wirklich nur überleben mit dem bisschen, was es da gab. Und dann gab es natürlich auch Kriminalität im Gefängnis, Leute wurden bedroht. Es gab, das Schlimmste von allem waren Krankheiten. Dass Leute, die haben es dann nicht rausgeschafft, weil sie krank wurden. Also du hattest eine höhere Chance, da zu sterben an einer Krankheit, als erstochen zu werden. Und ich mit meiner hohen Strafe habe mir oft Gedanken gemacht, aus dem Grund habe ich auch das Rauchen aufgegeben, weil ich habe gedacht, irgendwann mal musst du alles aufgeben, was dich hier umbringen könnte, das Rauchen. Irgendwann habe ich Zucker gelassen, irgendwann habe ich auch mal Salz. Ich habe all das, was ich gelesen habe, meine Mutter hat mir monatlich das Mensheld geschickt, das haben die mir erlaubt. Ich habe da auch den Wärter immer bestochen. Also immer bestochen waren Bananen, Äpfel, solche Geschichten, ne, die ich dann der Botschaft der ehrenamtlichen Gefangenenbetreuerin gefragt habe, bitte kauf diese Dinger für diesen Herrn. Ne. Die hat sie dann gekauft, ich habe sie dann immer überreicht und habe dann diese Zeitschriften per Post schicken können. Und in diesen Lektüren dann auch Sachen gelernt und was mich umbringen könnte vielleicht, keine Ahnung, ob das jetzt Schokolade, Kekse, ich habe alles gelassen und habe nur noch von Wasser mindestens 3 Liter Wasser am Tag und dann noch von Reis und von Gemüse gelebt. Ja? So, ich habe nur gemerkt, dass durch das viele Lesen natürlich ich einen höheren Wortschatz im Englischen, ich habe die alle auf Englisch gelesen, ne? Also mein Englisch war ja auch vorher sehr gut, exzellent, aber diesmal war ich, man könnte schon sagen, ne, sehr, sehr gut. Also ich habe auch Sachen, du bist ja im Gefängnis, aber die Bücher öffnen dir die Welt ein bisschen. Ne? Du bist da, heute bist du dort und morgen liest du über ein Land, von dem du nie warst. Gedankliche Reisen, dann so die Reisen raus aus dem Gefängnis. So sich. Das war's. Ja? Diese Ablenkung war absolut da. Ich habe meinen Sport gehabt, ich hatte meine Bücherei, ich hatte meine Bücher. Ja? Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich mich verändere, ob ich mich verändere. Jetzt kommt Amir ins Spiel. Amir, der Nepalese, das war doch dann, aber das war dann, glaube ich, so ein bisschen diese spirituelle Transformation. Ne, die genau, Amir kam zu dem Zeitpunkt, wo nach fast 5 Jahren, wo ich dann saß, wurde mir dann gesagt, ich gehe nach Hause. Ich werde nach Hause geschickt. Die Papiere waren fertig. Der Transfer von Thailand nach Deutschland findet statt. Die deutschen Polizisten sind schon benachrichtigt. 2 Polizisten aus Freiburg werden kommen und mich abholen. Das sollte innerhalb von 2 Wochen passieren. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Es war im September. Ich war so von glücklich. Ich sollte erste Oktoberwoche abgeholt werden. Und dann kam Monika mich besuchen. Meine Ersatzmutter, oder die mich halt da immer besucht hat, 2 Wochen. Und sie kam dann an einem besagten Tag im September und hat gesagt, dass es tut mir so leid, ich wusste gar nicht, wie ich dich heute besuchen kann. Ich weiß nicht, ich wollte dich gar nicht besuchen kommen. Ich sagte, Monika, was ist los? Erzähl. Sie hat gesagt, dein Antrag wurde in letzter Minute gekippt. Du gehst nicht. Ich so, wie ich gehe? Ist doch schon alles fertig. Du gehst nicht. Wir wissen selber nicht, was los ist. Wir müssen erst mal rausfinden, was passiert ist. Die wussten nicht. Die wussten nur, ich gehe nicht. Ist abgelehnt. Dabei war schon alles fertig. Und dann hat meine Krise noch mal begonnen. Dieser ganze Sport und Bücher hat mir dann nichts mehr gebracht. Ich wurde in ein Loch gesteckt. Ne? Ich saß fast 5 Jahre und hatte noch 8 vor mir. Das heißt, ich gehe nicht. Ich muss noch 8 Jahre in diesem Loch verbringen. Und dann kam Amir, der mir dann
das auch angesehen hat. Amir lag neben mir, ein Nepalese aus Kathmandu. Amir hat schon zu der Zeit angefangen, immer mit in seinem Schneidersitz morgens um 4 zu sitzen. Und immer, wenn ich auf die Toilette ging mal kurz und ihn dann gesehen habe, dachte ich so, wieso schläft denn dieser Mensch nie? Immer saß er in seinem Schneidersitz da und mit Augen zu. Und ich dachte, wieso schläft denn? Er muss doch schlafen, ne? Aber Amir hat sich recht schnell verändert in diesem Gefängnis. Ich habe das ihm angemerkt. Er war ruhiger, er war sowas von gelassener, manchmal sogar leuchtend in seinen Augen, wenn er geredet hat. Und irgendwann mal habe ich ihn auch gefragt, Amir, das, was du da machst jeden Morgen, ist das der Grund, wieso du so aussiehst? Und er hat dann auch gesagt, ja, Micky, ich meditiere. Ich hatte keine Ahnung, was Meditation wirklich war. Ich dachte, es muss eine Art Gebet sein. Er ist bestimmt am Beten jeden Tag. Als es mir so schlecht ging, hat Amir mir dann an einem Tag gesagt, ich soll doch atmen. Wieso ich nicht atme? Mal richtig durchatmen. Dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich atme. Was willst du von mir? Nein, du atmest. Schau dich mal an. Atme doch mal durch. Nimm mal tief Luft, sagt er. Und halt mal die Luft. Und jetzt lass alles raus. Ich habe das gemacht. Und das erste Mal, also wirklich, das war wirklich nur ein simples... Auch in dieser Leere, wenn alles leer war, kurz mal innehalten, zuhören in diesem leeren Körper und dann wieder tief Luft holen, halten und dann alles auslassen. Ich habe das gemacht 2-3 Mal und ich kann dir sagen, ich habe sofort gemerkt, diese ganzen Gedanken, die mir geschwirrt haben, konnten kurz mal, ganz kurz mal ruhen. Denn als mir Monika diese Nachricht überbrachte, es fing ein Karussell in meinem Kopf. Ich dachte, ich werde einer von diesen Menschen, die da... Wir nannten sie die Seelenlosen. Das waren die, die immer die Wand oder die Decke angestarrt haben. Und ich dachte, ich wäre zu einem von denen, weil ich war nicht mehr ansprechbar. Ich wollte auch mit den Leuten nicht mehr reden. Ich habe mich immer in ein tieferes Loch gesehen. Und es kam durch diese Gedankenkette, die immer schwirrte. Es kam immer eine Info nach der anderen. Die hat Ängste, Unsicherheiten, alles mit sich gebracht. Eine Schwere, eine Last, die immer sich hier oben abgespielt hat. Und ich konnte sie nicht abschalten, bis Amir mir gesagt hat, ich soll mal durchatmen. Und es hat... funktioniert. Ich habe mich kurz mal gut gefühlt. Irgendwann habe ich ihn gefragt, Amir, das, was du morgens machst, kannst du mich mal mitnehmen, diese Meditation? Also klar, morgen früh, ich wache dich auf, 4 Uhr fangen wir an, wenn alle schlafen. Gut, dann saß ich am nächsten Morgen mit ihm da, in seinem Schneidersitz. Schneidersitz konnte ich schon, weil wir eh alle auf dem Boden verbracht haben, das war dann überhaupt kein Thema. Dann saß ich in meinem Schneidersitz da und habe ich ihn gefragt, okay, was muss ich denn sagen? Dann schaut er mich an und sagt, du musst nichts sagen, einfach nur atmen. Einfach nur atmen. Ja, du sitzt da und atmest durch die Nase ein, durch die Nase aus und versuch einfach das Gefühl mitzunehmen und deine Nasenflügel zu spüren. Und solltest du irgendwas denken, dann versuch einfach zu Ende zu denken und geh wieder zurück zum Atmen. Mach mal das Spiel mit. Ich habe gedacht, er will mich verarschen, irgendwas verheimlicht. Und dann will mir nicht die ganze Geschichte erzählen. Da muss man doch was sagen bestimmt. Nee, nichts sagen, sitzt dahin. Also ich habe das sogar auch gemacht. Ich kann dir sagen, Mario, ich habe keine 5 Minuten ausgehalten. Da ging wieder ein Ding nach los. Eine Achterbahn von Gedanken, eine Autobahn. Ne? Nach 5 Minuten habe ich abgebrochen. Das schaffe ich nicht. Wir sind an diesem Tag aus der Zelle rausgekommen, sind in diesen Hof gegangen und jeden Tag, du siehst halt diese Wände mit Stacheldraht und den blauen Himmel. Es gab fast jeden Tag blauen Himmel in Bangkok. Ne? Das Wetter ist eigentlich oft die meisten Monate gut. Zu gut schon, weil es war immer sauheiß. Aber ich habe in diesen blauen Himmel geschaut an diesem besagten Morgen meiner ersten Meditationsversuche und habe gemerkt, irgendwas fühlt sich heute anders an. Ich war wirklich erstaunt. Ich habe gedacht, hä, kann das sein, dass diese Qualen von 5 Minuten, die ich ja überhaupt nicht mal gepackt habe mit einer Ruhe, dass das irgendwie gewirkt hat? Fühle ich mich irgendwie heute ein bisschen besser, gelassener? Und das waren meine Anfänge. Mit der Atemübung, die er mir gegeben hat und der Meditationserklärung, er ging nach Hause. Recht schnell danach wurde er entlassen, dann war ich allein, aber ich habe nicht aufgehört. Irgendwas hat sich tagtäglich verbessert in mir. Ich habe gemerkt, dass diese ständigen Gedanken, die sich immer geschwirrt haben, als ob sie langsamer wurden. Als ob etwas auch mal kurz ruhen konnte in mir. Und diese Gedankenkette einfach mal zur Ruhe bringen. Das waren 2 Sekunden. Manchmal waren es 10 Sekunden, aber diese 10 Sekunden habe ich genossen. Und aus 5 Minuten Meditation wurde 15, irgendwann mal wurden es 20 und zu Bestzeiten konnte ich eine Stunde sitzen.
Und aus dieser Stunde konnte ich wirklich auch ruhen. Das hat gedauert. Ich muss dir sagen, das hat gedauert bestimmt ein Jahr plus, bis ich bis 10 atmen konnte. 10 Atemzüge ohne einen Gedanken. Hat bestimmt ein Jahr gedauert. Ich habe da so ein Spiel mitgemacht. Ein- und ausatmen, eins. Ein- und ausatmen, zwei. Versuchen, bis 10 zu kommen ohne einen Gedanken. Hat ein Jahr nicht geklappt. Nach einem Jahr hat mein Körper von allein gesagt, du brauchst nicht mehr zu zählen. Sitz einfach da, hör auf zu zählen. Und dann saß ich da. Da war nichts mehr, einfach nur. Die erste Minute war einfach nur ein kurzes Hin- und Herspielen und dann saß ich da. Ich habe gedacht, mein Gott, wie toll das ist. Ja? Es ging so weit, dass ich an einem Tag ein Erlebnis hatte, dass als ich diese Zelle verlassen sollte, man hat meinen Namen gerufen und ich soll jetzt diese Zelle verlassen. Ich war zu der Zeit auch beschäftigt, hatte einen Job da drin und durfte immer als einer der Ersten die Zellen verlassen. Und normalerweise wecken die mich aus der Meditation und ich laufe da raus, bin gut gelaunt, mir geht's gut. Aber an diesem einen Tag wollte dieses unheimlich gute Gefühl nicht aufhören. Das ist mir nur einmal in meinem Leben so extrem passiert. Ich habe diese Zelle verlassen und jeder Schritt war, als ob ich immer noch in der Meditation war. Und oh, es war ein Glücksgefühl nach dem anderen. Ich laufe diese Treppen runter und denke, mein Gott, wie geil sich das anfühlt. Und dann komme ich in diesen Hof hinein und sehe diese Becken zum Waschen und laufe erstmal dahin wie jeden Morgen, hole meine Schüssel, pack dieses Wasser an und will mich mit diesem Wasser begießen und sie wie in Zeitlupe tausende von Tropfen auf mich so einschlagen. Und ich fühle, als ob ich jeden dieser Tropfen fühlen würde. Und ich gehe weiterhin und denke, mein Gott, was ist hier los? Was passiert hier gerade mit mir? Und ich genieße es unheimlich. Und ich laufe, will mit meinem Dienst da antreten und mit einem Nigerianer zusammen und sage zu ihm, ich kann nicht, mach du das bitte, mach du das bitte. Ich wollte bloß nicht, dass es aufhört. Am liebsten wäre ich mein Leben lang in diesem Zustand geblieben. Doch dann kamen die anderen 800 aus den Zellen und schnell verflog dieses Gefühl. Ich habe dann gemerkt, Mario, was ich entwickelt habe oder selber an mir praktiziert habe, war das Ruhen der Gedankenkette, eine Art Schnippelsystem. Heute nenne ich es ein Schnippelsystem, denn es ist so, dass diese Kette, die jeder Mensch besitzt an Gedanken, die läuft immer, bei jedem Menschen, bei manchem schneller, bei manchem langsamer. Bei mir lief sie unheimlich schnell. Sie hat mir keine Ruhe gegeben, nachdem ich erfahren habe, ich gehe nicht mehr nach Deutschland. Ich muss noch 8 Jahre hier sitzen, nachdem ich schon 5 saß. Habe ich diese Methoden von diesen Nepalesen benutzt, diese simplen Atemübungen, um einfach mal einen Schnitt zu machen. Einen kurzen und wieder einen und wieder einen. Meditation hat mir einen längeren Schnitt verholfen. Das heißt, umso öfter du diese Kette durchschneidest, das können nur 5 Sekunden sein. Ich sage, ab 5 Sekunden fängt dieses ganze Spiel an, dass nicht nur sie sich verlangsamt, aber diese Kette bringt mit einer Verlangsamung auch eine ganz andere Art von Gedanken. Umso langsamer, umso bewusster und positiver wirst du, umso leichter. Du merkst, diese Schwere der Schnelligkeit ist nicht mehr da. Ich habe mich viel leichter gefühlt. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu meditieren. Ich konnte nicht mehr aufhören zu atmen, mich mal hinzuschauen, einfach mal stark durchzuatmen, mich berauschen mit diesem Atem. Ich habe das geliebt, ne? Weil es hat mich einfach zu einem anderen Bewusstsein gebracht. Es hat nicht lange gedauert und ich habe gemerkt, dass diese Gedankenwelt eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Es waren Sachen, da habe ich sogar meine Mutter wiedererkannt. Ich habe meinen Vater, ich habe meinen besten Freund aus Deutschland wiedererkannt. Es kam alles nach und nach, dass ich gesehen habe, mein Gott, das ist ja, das bin ich ja gar nicht. Das sind Sachen, die habe ich mir eingeschnappt, irgendwoher. Und das ist wie ein Mechanismus, der ist da, der funktioniert selber. Ich kann dann nichts dagegen tun. Also es war die innere Befreiung, obwohl du im Gefängnis saßt. Sozusagen. Du bist aus deinem Körper mehr oder weniger auch rausgegangen zum Teil und hast praktisch im Gefängnis dich trotzdem frei gefühlt. Kann man das so beschreiben? Oder? Genau, das ging dann immer weiter, dass ich halt an dem Tag, wo ich erkannt habe, dass die Gedanken, das bin ich. Ich bin derjenige, der über den Gedanken steht, der Beobachter dieser Kette, der Beobachter an diesem Ganzen, was da passiert. Aber die Gedanken kann ich sogar ausschalten. Und wenn ich es schaffe, sie auszuschalten, dann bewege ich mich zu diesem anderen Bewusstsein. Also gab es da eine Grenze. Und ich habe das entwickelt für mich selber. Ich habe immer wieder diese andere Seite, das reine Bewusstsein aufgesucht, habe die Gedankenwelt verlassen. Und das ging jahrelang so, dass ich irgendwann mal die Gedankenwelt besiegt habe, in einer Art von, es konnte mir keiner mehr was antun, vor allem nicht meine eigenen Gedanken. Das war das, was mir immer im Weg stand. Die anderen konnte ich lockerer verstehen als mich selber. Ja?
Jetzt kam aber der Moment, jetzt habe ich mich viel besser verstanden, weil ich habe das Bewusstsein so aufgebaut, dass die Gedankenwelt so klein war. Ich konnte alles verstehen, was da los ist. Ich konnte über mich selber lachen. Ich konnte über mich selber grinsen. Und solche Sachen haben Jahre gedauert und mich dann dazu geführt, dass Yoga kam. Yoga auf einmal trat in mein Leben mit einem Heftchen, ein Yoga-Journal, wo ich übrigens in dieser Ausgabe auch drin bin, wenn einer interessiert ist. Ich habe mir hier was von dir noch geschrieben. Du hast geschrieben, ein Gefängnis ist, so verrückt das klingen mag, ein perfekter Ort für Yoga. Du bist an einer Art spirituellem Ort, einem Ort, der dich besser erkennen lässt, wer du bist. Genau, weil du ja auch die Zeit hast. Die Zeit, die ich im Gefängnis hatte, um mich selber zu kümmern, die hast du hier natürlich nicht. Zwar mache ich heute immer noch mal diszipliniert meine Übung, meine Sache, aber im Gefängnis hatte ich die Zeit, immer was zu tun. Ich konnte eine Methode des Laufens entwickeln. Ich konnte eine Methode des Atmens entwickeln, um einfach mal wieder dieses andere Bewusstsein zu besuchen, weg von den Gedanken. Aber dann kam ja dieser besagte Tag, wo du deine Tochter auch mal wieder sehen konntest. Das war ja nach 6 Jahren oder sowas gewesen, glaube ich. Du warst 6 Jahre im Gefängnis, hattest bis dann deine Tochter nie, glaube ich, gesehen oder nur am Anfang, glaube ich, ein bisschen. Ne? So, wie war das eigentlich gewesen? Genau, also in Phuket waren sie ja noch mit mir dabei. Also meine Ex-Freundin, meine Tochter kam mich die ganze Zeit besuchen, 2-3 Mal die Woche. Und als ich dann in Bangkok war, waren diese Besuche nicht mehr da, weil ich habe sie dann auch mittlerweile zurück zu ihrem Dorf geschickt. Das war von Bangkok auch noch mal 1000 Kilometer hoch im Norden. Und der Kontakt war anfangs in Phuket nur noch mit, am Schluss mit Briefen. Also die letzten 2-3 Monate nach meinem Urteil habe ich mich dann von meiner Freundin sozusagen getrennt. Danach habe ich sie auch nicht mehr gesehen, nur noch durch Briefe. Sie hat einen neuen Mann kennengelernt, sie hat ihn auch später dann geheiratet. Ich habe 1 oder 2 Briefe im Jahr bekommen. Glücklicherweise auch immer mit einem Foto von der Kleinen. So habe ich nur mit Fotos jedes Jahr mitverfolgen können, wie sie gewachsen ist. Also ich muss auch dazu sagen, dass meine Tochter war mir das Liebste, was ich jemals kennengelernt habe. Ne? Man hat mit diesem Kind die Liebe neu entdeckt und es war wirklich die größte Liebe damals meines Lebens. Ja? Und als mir dann das passiert ist und ich getrennt wurde von ihr, weil auch heute sage ich, das waren eines der schlimmsten Sachen, die mir passiert sind, mich von diesem Kind zu trennen. Und dann kam dieser Moment nach, ich habe die dann fast 5 Jahre nicht mehr gesehen. Einen Brief im Jahr bekommen und dann kommt dieser Moment, wo das Gefängnis sagt, sie erlauben jetzt einmal im Jahr einen Spezialfamilientag, wo man mit den Familienangehörigen an einem Tisch sitzen kann, anstatt immer durch diese Scheibe sich zu besuchen. Man kann an einmal im Jahr sie an einem Tisch treffen und dort kann man dann auch zusammen etwas essen. Ich meine, 100 Leute waren zugelassen von 8.500? Ne? Genau, also 100 Leuten von 850, weil jedes Gebäude hat so 8 bis 850 und 100 von diesen Gebäuden sind erlaubt. Also jedes Gebäude durfte 100 hinschicken. Ja? Und aber kein Ausländer. So war das. Also als die das dann durchgesagt haben, bin ich dann natürlich gleich zu den Wärtern gegangen und habe auch diesen Wärter, der mir damals geholfen hat mit diesen Büchern, auch noch gefragt, du kannst mir da helfen? Und er hat gesagt, du, keine Chance, das ist nicht für Ausländer, das ist nur für Thais. Ja, also für dich geht das nicht. Ich würde dann noch mal einen anderen Wärter fragen, der hat auch gesagt, das geht auch nicht. Und ich würde noch mal einen dritten Wärter, das war der oberste Wärter von unserem Gebäude. Und der hat dann gesagt, du, pass auf, wenn deine Botschaft für dich das bürgt, ne, sozusagen als Bürger für dich dasteht, dann würden wir dir das auch erlauben. Rede erst mal mit deiner Botschaft. Das habe ich dann auch gemacht, der deutschen Botschaft geschrieben, du, gibt es da eine Chance, könnt ihr mir für mich bürgen, dass ich an diesem Tag teilnehmen darf? Und die haben das gemacht. Aber meine Freundin wusste jetzt noch nicht davon Bescheid. Und auch noch, ihr Mann hat ihr verboten, mit mir jeglichen Kontakt zu haben. Diese Briefe, die sie geschickt hat, war alles in Geheim. Ja? Und sie war ja jetzt mit ihm zusammen. Ich saß abends in der Zelle, nachdem ich die Erlaubnis von der Botschaft gehabt habe und habe einen Brief an sie geschrieben. Also ich sitze dann da an meinem Zellenplatz, am Schlafplatz und fange an zu schreiben. Liebe Anna, du weißt, ich habe jetzt noch, zu der Zeit hatte ich, glaube ich, noch 7 Jahre oder 6 Jahre vor mir, saß schon ne, die Hälfte fast ab und habe gesagt, du würdest mir unglaublich helfen. Ich weiß, dein Mann erlaubt dir nicht, dass du kommst. Und ich weiß, wir haben uns Jahre nicht gesehen, aber jetzt findet dieser Spezialtag statt.
Wenn du es schaffst, meine Tochter hierher zu bringen, die ich jahrelang nicht gesehen habe, die ich über alles abgöttlich liebe, dann würde ich dir unheimlich dankbar. Und ich werde diese anderen 6, 7 Jahre auch noch schaffen. Ich werde es packen. Ja? Und habe diesen Brief fertig gemacht, zugeklebt und habe es dann so in diese Gitterstangen gelegt. Und dann habe ich ihn gleich wieder zurückgenommen, wieder angeschaut und angefangen zu beten. Wir haben mit den Nigerianern einen kleinen Abstellraum als Kirche umgebaut. Und zu der Zeit war ich schon Kirchengänger, immer als Zuschauer mit dabei, so Kirchengänger. Und habe auch schon immer mit gebetet, habe auch täglich gebetet. Und habe dann angefangen zu beten über diesen Brief. Ja, lieber Gott, wenn du es schaffst, die zu holen, weil ich mit meiner Macht schaffe es nicht. Ich bin hier in dieser Zelle. Was soll ich tun? Es gibt keine Telefone, es gibt keinen. Ich weiß nicht mal, ob dieser Brief ankommt. Aber wenn du es schaffst, dass die hier ankommt, dann mache ich egal, was du möchtest. Sag mir, was du möchtest. Ich mache es für dich. Ich wusste aber in dem Moment gar nicht, was ich sagen soll. Was kann ich denn machen? Und ich sag dir, Mario, es ging keine Millisekunde und der Gedanke kam, wie Magie gesagt, mir ein Gedanke, du wirst Prediger in der Kirche. Du fängst an in der Kirche aktiv als Prediger. Und das würdest du Gott anbieten. Da habe ich gesagt, das mache ich. Da habe ich gesagt, Gott, wenn die hier ankommen, werde ich eine Predigt in der Kirche machen. Ich werde das Wort Gottes verkünden. Ja? Und ich habe den Brief wieder weggelegt und sofort kam mir ein Gedanke, die kommen. Die kommen auf jeden Fall. Eine Freude ging mir hoch. Ich dachte, mein Gott, die kommen. Und Mario, ich habe mich an diesen Abend hingesetzt und habe angefangen, meine erste Predigt zu schreiben. Weil ich wusste, was willst du den Leuten überhaupt predigen? Du bist kein Prediger, immer nur Zuschauer. Und habe angefangen, eine Predigt mal so einfach mal so aus dem Kopf heraus, ein paar Sachen, so Stichpunkte, was ich gerne vom Herzen sagen würde. Ich habe auch an den nächsten Tagen meinen Freund, einem Nigerianer, davon erzählt. Er hat gemeint, Gott wird es richten. Das sind ja hochreligiöse Menschen, diese Nigerianer. Und Gott wird es für dich tun, mach dir keine Sorgen. Und die Thais haben gelacht. Die haben gesagt, du hast jahrelang nichts von denen gehört. Und mach dir da besser keine Hoffnung, danach hast du nur Herzschmerz. Aber ich wusste, die kommen. Ich war mir sicher, die kommen. Ich wusste nicht, wieso, aber ich war mir sicher. Der Tag kam mit der Liste von den 100 Namen, die jetzt bestätigt wurden, die Besuch haben. Ich konnte lesen, Teil, ich bin gleich hingerannt zum Infostand, habe angefangen zu suchen, meinen Namen, und der Name war nicht da. Mein Name stand nicht auf der Liste. Ich war zu Boden gestürzt. Ich wusste nicht, wieso mein Name nicht da war. Ich war mir doch so sicher, die kommen. Der Name war nicht da. Ich bin dann an dem nächsten Sonntag in der Kirche. Ich saß dann da, wie jeden Sonntag. Der Prediger dort ist auch immer ein Gefangener. Die hatten 2, 3 Prediger, die haben sich dann abgewechselt. Man hört dem Prediger zu, wir singen ein paar Lieder und wir machen ein paar Gebete. Und ich sitze dann da, ne? Und es ist ein Sonntag, auf einmal hört man durch die Mikrofone Maxim Klasanovic, mein Name, Maxim Klasanovic, kommen Sie sofort zum Haupttor. Alle schauen mich an und ich denke auch, mein Gott, sonntags, das gibt nur Ärger, wer wird sonntags schon aufgerufen, das ist nie passiert. Ich, ne, aus der Kirche raus hingegangen, sehe einen Wärter, den ich vorher noch nie gesehen habe, am Haupttor stehen, schaut mich an und sagt, weißer Mann, du Maxim Klasanovic? Und ich sage, ja, komm mit ins Büro, ernst, mit einem ernsten Gesicht. Gut, setz dich auf den Boden. Da musst du ja immer auf den Boden setzen. Das ist ja bei dieser Tradition, dass du musst immer auf den Boden sitzen und die sitzen dann da und schauen dich von oben herab und sagen, du Maxim Klasanovic, kennst du eine Mirjana Klasanovic? Das war meine Tochter. Ich sagte, ja, das ist meine Tochter. Sagt er, und kennst du eine Anna Mahler? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Ja, sagt er, pass auf, wir haben hier einen Antrag auf Besuch für den Spezial Tag, aber es sind schon 100 Leute voll und du bist auch noch Ausländer. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich saß nur da und dachte, ja. Also er hat gesagt, pass auf. Hat er gesagt, ich weiß nicht, Mario, wieso dieser Mensch das gemacht hat. Ich kann es dir heute noch nicht sagen. Ich erkannte den nicht, er kannte mich nicht. Aber er hat mich angeschaut und hat gesagt, dass ich werde es für dich tun. Du wirst 101 sein. Willst du das annehmen? Willst du sie sehen? Ja, natürlich, ja, will ich sie sehen. Und so hat er gesagt, unterschreibe hier, mir das Dokument hingelegt, ich musste unterschreiben. Bin dann von dem Raum zurück in die Kirche jetzt und sitze mich wieder hinterste Reihe hin und habe wahrscheinlich ein Strahlen, ein Lächeln gehabt. Ich weiß nicht, aber der erste Nigerianer sagt, was ist los, was passiert? Und sage ich zu ihm, ich gehe zu dem Besuch. Wie? Ja, ich gehe zu dem Besuch. Der hat mich gerade gesagt, ich bin Nummer 101.
der konnte seine Klappe nicht halten, gleich Gott gepriesen, ne, aufgestanden ist, präse Jesus Christus und alle haben schon was passiert. Er geht zu dem Besuch. Die hatten ihre selbstgebauten Trommeln aus Plastikeimern, sofort wurden die Trommeln rausgeholt, alle haben gefunden, so Trommeln, und man hat Jesus gepriesen, dass ich diesen Besuch hatte. Und wir haben gesungen und getanzt und 2 Wochen später war auch dieser Tag. Ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen Angst gehabt, mein Gott, was, wenn dieser Mann das, ihr das nicht erlaubt, was, wenn ich da ankomme und sie sind nicht da. Und es war trotzdem ein murmeliges Gefühl, weil er hat ihr verboten, jeglichen Kontakt mit ihr zu haben. Er ist Australier. Und der Tag kommt jetzt und ich bekomme meine Nummer. Wir stehen alle Spalier, 101 Leute und auch die anderen Jungs, die ganzen Thailänder, die haben ihre Familie teils Jahre nicht gesehen. Jetzt kommt so ein Tag, man sitzt an einem Tisch. Alle haben ein murmeliges Gefühl, wir rennen alle zur Toilette. Die Toilette war voll, du musst dir vorstellen, du entleerst dich da, du weißt gar nicht mehr, was kommt. Du hast so ein Magengefühl, also es war wirklich ein Erlebnis, will ich nie vergessen. Und wir laufen 101 Leute in einer Reihe zu einem Garten, aus unserem Gefängnis raus. Und da wurde ein Garten vorbereitet mit vielen Wärtern und Tischen in diesem Garten. Überall sind Tische mit Familien, die sitzen schon da. Und einer nach dem anderen sieht seine Familie und geht dahin und alle begrüßen die. Und ich bin der Letzte in dieser Reihe. Und komme da an und schaue und sehe niemanden, Marvin. Ich sehe niemanden von mir. Und ich stand dann da und denke, scheiße, die haben es nicht geschafft, die haben es nicht gepackt. Klar, das ist 1000 Kilometer weit weg. Die können ja nicht mit dem Bus, die mussten fliegen, aber die waren nicht da. Und ich schaue überall hin und nein, die waren nicht da. Und meine Welt war gebrochen. Ich sage dir, im letzten Augenblick, ich sehe aus meinem Augenwinkel, ganz weit hinten, der letzte Tisch von diesem Garten, ein kleines blondes Mädchen auf dem Tisch stehen und mit den Armen fuchteln. Ne? Sie fuchtelt mit den Armen und ich schaue und sehe ein kleines blondes Mädchen. Und dann schaue ich neben ihr und sehe meine Ex-Freundin. Und sie sagt zu ihr, das ist er. Also ich sehe, wie sie ihr das versucht zu erklären, das ist er. Und sie, ne? Und ich denke, mein Gott. Und lauf. Und ich habe mir ja geschworen, du wirst nicht weinen, du bleibst stark, du wirst stark bleiben, du willst denen zeigen, du bist in Ordnung, es geht dir gut. Und ich muss jetzt da durch diesen Gartenparcours von Tischen von Thailändern durchlaufen und alle wollen sie mir ihre Eltern vorstellen, seinen Bruder vorstellen, alle sind sie an mir am Zupfen, die Thailänder, Miki, sag hallo zu meinem Bruder. Ich habe die einfach nur alle weggedrückt, geh weg, ich will niemanden sehen. Habe nur auf den Boden geschaut, habe alle diese Thailänder weggedrückt und laufe gerade aus zu dem Tisch, letzten Tisch. Und als ich dann aber sie angeschaut habe, dann war ein Wasserfall von Tränen. Ich habe mich nicht mehr kontrolliert. Ich habe dieses kleine Mädchen gepackt. Und jetzt muss ich mir vorstellen, ein weißer Mann, alle Thais sind am Schauen. In Thailand weinen ist nicht gut. Es ist ein Zeichen von Schwäche. Die machen das nicht. Die sind ja sehr kalt, was das angeht. Aber ich habe dieses Kind gepackt. Ich habe geweint wie ein Wasserfall. Die Wärter, alle standen sie da, haben mich beobachtet, meine Freundin im Hintergrund, Ex-Freundin, geweint. Ich habe sie nie so weinen gehört. Wir haben uns hingesetzt und wir waren, erstmal mussten wir uns beruhigen. Wir haben alle geweint und dann haben wir uns beruhigen können. Alle anderen Tische hatten Essen, viel Essen auf ihren Tischen. Die mussten das eine Woche vorher schon bestellen. Nur unser Tisch hatte gar nichts. Unser Tisch, weil meine Freundin in letzter Minute noch durchging, konnte sie kein Essen bestellen. Also wir hatten nicht mal Wasser. Und es war heiß und wir haben geweint. Und wir sitzen jetzt da und dann kommt irgendwoher ein thailändischer Mann, kein Gefangener, ein Besucher von irgendeinem Gefangenen und bringt uns eine Coca-Cola mit Eis und sagt, hier für euch. Und ich schaue und sage, vielen Dank. Und diese Pappbecher, dann habe ich Eis genommen, mit meiner kleinen Tochter eine Cola gemacht, meiner Ex-Freundin und mir, wir hatten diese Kohle, wir haben angestoßen, auf einmal ging es uns besser, wir haben uns dann eine Leichtigkeit, wir haben uns angefangen zu lachen, ich konnte Thai, meine Freundin war verstaunt, dass ich so gut Thai konnte, ne? Und auf einmal kommen die Nächsten und bringen eine Packung Orangen, ein Netz voller Orangen, legen es einfach auf den Tisch. Ich sage, vielen Dank. Mario, es war wie Magie, eine nach der anderen kamen diese Thailänder von überall hin, haben Essen an den Tisch gebracht, so dass, da waren Hühnchen, da waren Garnelen, da waren Reis, alle Arten von Reis. Und ich habe die Angst gehabt, nein, wir haben keinen Hunger, weil ich habe die auch gefragt, habt ihr Hunger, könnt ihr essen? Und meine Tochter hat gesagt, keinen Hunger, sie kann nicht essen. Und uns war auch nicht nach Essen, wir waren so aufgeregt, wer will schon essen? Aber die Thais wollten nichts wissen. Die haben es hingestellt. Die fanden das so emotionsvoll, das war wie ein Kino für die. Ne? Unser Tisch war voll mit Essen gepackt.
wir haben davon nichts angerührt. Ich habe am Schluss dieser zwei wundervollen Stunden, zwei schönsten Stunden meines Lebens, habe ich die Wärter fragen müssen, kann ich dieses Essen bitte mit in das Gefängnis nehmen, in die Zelle, damit ich das dort verteilen kann. Und die haben mir das auch erlaubt. Das war ein Festmahl, was da war. Ne? Also wirkliche Garnelen. Also die haben sich da gut vorbereitet. Ne? Und es sollten die schönsten zwei Stunden meines Lebens werden. Meine Tochter, ne, sie war da schon 5, 6 Jahre älter. Damals war sie 2. Sie war immer bei mir dabei. Sie war mehr damals mit mir als mit der Mutter. Weil, ne, ich habe das Kind so geliebt. Ich habe die überall. Ich habe die gewickelt. Ich habe die gefüttert. Das war mein Highlight, ne, ihre Pampers zu wechseln. Ich habe das geliebt. Wenn sie nachts geschrien hat, war sie in meinen Armen. Ich war der Erste, der aufgesprungen ist. Also so eine Liebe war da. Ne? Und sie dann wieder zu sehen, das hat meine Energie so aufgeladen. Ich war wie eine aufgeladene Batterie, dass mir wirklich diese nächsten Jahre auch helfen sollte. Es war auch so, dass mir diese 2 Stunden so viel auch gebracht haben. Und dann kam natürlich jetzt mein Versprechen zu Gott. Ich sollte jetzt Prediger oder diese eine Predigt halten. Und dadurch, dass ich immer schon so eine andere Einstellung hatte als die Nigerianer, die ja auch immer dieses Zitat aus der Bibel benutzt haben, Achtung vor den falschen Propheten. Und dann haben die immer gesagt, seht ihr, diese Buddhisten da draußen, das sind die Falschen. Nur mit Jesus kommst du in den Himmel. Und ich nie dieser Meinung war, habe ich eine Predigt vorbereitet, die besagen sollte, dass alle Menschen auf der Erde sind gleich. Egal, welcher Religion du folgst, solange sie gut ist und über Liebe redet, dann ist das auch gut so. Ich habe dieses Ding vorbereitet und das ist eine einstündige Predigt. Das sind keine 10, 15 Minuten, du musst dann eine Stunde predigen mit Belegen aus der Bibel. Du predigst, zeigst, was in der Bibel steht, predigst, zeigst, was in der Bibel steht. Und an diesem Tag habe ich das gepredigt und ich habe nicht gewusst, wie die reagieren werden. Und die saßen alle da und vor allem diese anderen zwei Prediger saßen in erster Reihe, die haben mich sehr böse angeschaut, als ich angefangen habe über Buddha, über Mohammed und alle haben immer wieder gesagt, passt auf, das gehört alles zu Gott. Jedes Gebäude auf dieser Welt gehört zu Gott. Jede Anbetung gehört diesem einen Gott. Ja? Und ich wusste nicht, wie das ankommen wird. Als ich fertig war, habe ich sie alle gesegnet und mich bedankt und auch noch zu Gott bedankt, für was er für mich getan hat und wollte dann gehen. Und normal klatscht man in dem Moment, dem Prediger. Und erstmal kommt nichts und dann aus der letzten Reihe kommt der Erste, der klatscht. Dann auf einmal zweite, dritte, vierte, auf einmal klatschen sie alle. Nur die zwei Prediger, die vorne sitzen, schauen mich immer noch böse an. An diesem gleichen Tag würden die auch verbreiten, dass ich kein richtiger Christ wäre. Was ich mache, ist gegen das Christentum. Und ich habe auch gesagt, passt auf, ich wollte eh nur einmal predigen. Ich habe meine Sache gesagt, was ich sagen wollte. Und es ist auch fertig, macht ihr euer Ding. Und dann haben sich aber die anderen Nigerianer dagegen gestellt. Und haben gesagt, nein, du predigst hier weiter. Da habe ich gesagt, wie meint das? Wir wollen das hören. Wir hören diesen anderen zwei schon seit Jahren zu. Deine Predigt, diese Art, wollen wir auch mal hören. Das ist eine Abwechslung und wir glauben auch daran. Ja? Und so, Mario, hat mein Werdegang als Prediger angefangen. Seit dem Tag an habe ich die letzten 3 Jahre gepredigt in der Kirche. Meine eigene Version. Ich habe ja viele buddhistische Bücher. Später dann wurden die Krimis zu Biografien. Von Biografien wurden es religiöse Bücher. Ich habe alle Bücher von Sadhguru, Paramahansa, Yogananda, von den Dalai Lama, ich habe die alle bekommen, weil ich habe durch die ehrenamtliche Gefangenenbetreuung diese alle bestellt. Ne? Ich hatte das Geld, habe alle 2 Wochen neue Bücher bestellt und ich habe die alle durchgequetscht. Ja? Also habe ich das auch gepredigt. Ne? Also ich habe das Christentum zwar noch nach der Lehre Jesus, aber immer wieder gesagt, auch die anderen Religionen haben dieses Tolle. Und auch manchmal sie auch zitiert. Das war dann meine nächste Aufgabe zu dem Fitness. Später hat sich das Fitness ja auch noch zu einem richtigen Fitnessstudio mit Zement, Hanteln und alles, habe ich alles aufgebaut. Ne? Also nach Jahren sah es aus wie ein richtiges Flintstone-Fitnessstudio, was ich da aufgebaut habe. Ich hatte dann diese Aufgabe, ich hatte meine Bücherei, die ich später abgegeben habe. Ich habe dieses Muay Thai gemacht, das Kämpfen mit den Jungs und dann auch diese Predigten im Gefängnis. Ne? Und jetzt, das ist Wahnsinn, was du alles dazu erzählen hast. Du kannst wahrscheinlich, ja, wir können hier Stunden sitzen. Wir können Stunden sitzen, das ist krass. Und ich mache das auch gerne, das glaube ich dir echt. Ich würde mit dir, wir müssen eigentlich 3 Teile machen. Genau. Aber egal, es kommt ja jetzt dieses Ding, der König darf nicht sterben. Ja. Ne? Das heißt ja auch dein Buch, der König darf nicht sterben. Ich habe es hier, das ist, ich habe es heute wirklich gelesen, heute 4 Stunden. Ich habe nicht mehr aufgehört zu lesen. Es ist echt straff und spannend geschrieben. Ja. Und, ich habe auch alles durchlebt. Ich habe gelacht, ich habe auch geweint.
Weil ich auch Verbindungen habe irgendwie auch und auf der mentalen Ebene habe ich mich gut reinfühlen können in viele Erlebnisse, die du hattest, weil wir auch ein paar Parallelen haben, auch unsere Vergangenheit. Und der König darf nicht sterben, das ist ja nun auch der Grund oder der Spruch, so, der auch mit deiner letztendlichen Entlassung zusammenhängt. Genau, also wenn die Leute das Buch sehen, denken sie, mein Gott, der nennt sich jetzt schon König. Ne? Tatsächlich muss man das Buch gelesen haben, um zu wissen, wieso der Titel Der König darf nicht sterben heißen. Hat ja nichts mit mir zu tun. Der König ist der König von Thailand. Ne? Auf den ist es ja bezogen. Und nur durch ihn bin ich 5 Jahre vor meiner Strafe nach Hause gekommen. Ich habe nach 8 Jahren und 1 Monat dann die Entlassung bekommen. Ich wurde in eine Amnestie mit berücksichtigt. Ne? Ich hatte eine sehr gute Führung. Ich hatte eine exzellente Klasse. Das heißt, ich habe keinen Ärger gemacht. Ich habe mich noch engagiert im Gefängnis. Die anderen Wärter haben das alle für mich noch mit unterschrieben. Und ich kam dann nach langem auf eine Liste von, weiß nicht, wie viele Leuten in meinem Gebäude das genau waren, die entlassen werden. Nach 8 Jahren und 1 Monat, also 5 Jahre vor meiner Strafe. Und das habe ich dem neuen König Nummer 10 zu verdanken, der mich begnadigt hat. Und aber sein Vater König Nummer 9, der gestorben ist, ne, der beliebte König von Thailand. Und dann kam dieses Buch. Ich habe ja schon im Gefängnis angefangen, ein bisschen zu schreiben. Mein erstes Tagebuch in Phuket wurde mir entnommen. Man hat mir nicht erlaubt zu schreiben. Als die Wärter herausgefunden haben, dass ich da täglich Sachen schreibe, haben die jemand angeordnet, dieses Buch da zu nehmen. Mein erstes Tagebuch war weg. Da waren mehr als 1 Jahr an Geschichten drin. Dann habe ich angefangen, neu das Ganze aufzurollen in Briefen zu meiner Mutter. Also wer meinen Namen lesen kann, weiß auch, er kommt aus dem alten Jugoslawien. Mein Vater kam damals 1967 aus Jugoslawien. Man spricht noch die alte Sprache. Und ich habe dann meiner Mutter in Serbokroatisch angefangen, Briefe zu schreiben und diese Geschichten aus dem Gefängnis zu notieren. Ne? Und habe dann alles, was ich dort erlebt habe, immer so versteckt in Briefen zu ihr geschickt. Ich habe ihr, die Briefe haben wir, hat sie alle gesammelt, 168 Briefe in diesen ganzen Jahren geschickt. Ne? Und da sind halt viele Botschaften versteckt und daraus habe ich gesagt, irgendwann mal schreibe ich ein Buch. Eine Sache habe ich noch, weil mich das auch so ein bisschen im Buch begeistert hat. Und zwar ist das diese Tasse. Das ist noch ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist schon verrückt, dass du diese Tasse eigentlich retten konntest, obwohl es eigentlich verboten war. Ja, genau. Das geht auch mit diesem Nachhauseflug mit der Frau im Flugzeug zum Beispiel. Das sind ja alles so Dinge, wo man nach 8 Jahren das Gefühl der Freiheit, und es war ja gar nicht so einfach, du musstest ja noch mal richtig durch die Hölle noch mal kurz durch dann, ne? Genau, das habe ich auch vorhin gemeint. Also es gab so viele Umwege, bis ich endlich in dieses Flugzeug kam. Ja. Also ich musste ja dann noch einen buddhistischen Kurs hinterlegen, damit ich ein Zertifikat bekomme, damit ich überhaupt in diese Amnestie hineinkomme, diese Begnadigung. Und dann dachte ich, ich komme jetzt nach Hause. Dann hieß es, nein, du kommst in eine Abschiebehaft. In dieser Abschiebehaft angekommen, sagte mir, ich muss hier 1 Monat verbringen in einer Zelle, wo nicht mal ein Schlafplatz war. Ich habe den ersten Abend im Stehen verbracht, den zweiten habe ich mich gegen eine Wand gelehnt. Das war so überfüllt, diese Abschiebehaft. Und es würde sich entpuppen, es ist ein Ort, da kannst du kein thailändisches Gefängnis damit vergleichen. Es ist wahre Hölle, wie man sich vorstellen kann. Keine Luft zum Atmen, das sind ganz kleine Löcher oben zum Luft reinlassen. Alle sind sie am Rauchen. Ich war da schon Nichtraucher. Du kommst da hinein. Von erster Minute an bist du voll mit Schweiß. Am zweiten, dritten Tag voll mit Hautausschlägen. Da sind Leute rumgelaufen wie aus Zombiefilmen in diesem Zimmer. Du kommst alle 2 Tage nur 1 Stunde da raus, um zu telefonieren unten. Und ansonsten bist du in diesem Zimmer gefangen. Da waren 130 weiße Ausländer in diesem, war nur für Ausländer. Natürlich, dieses ganze Abschiebehaft war nur für Ausländer. War ja nicht für Thais gedacht. Und dieser Ort alleine könnte ich dir 2 Bücher füllen, was da für Menschen drin waren. Da war das Taliban, irgendwelche Kämpfer, die konnten nicht zurück in ihr Land. Die saßen da schon 5, 6 Jahre. Da war ein Chinese, der saß 14 Jahre in diesem Zimmer. Kann man sich vorstellen, 14 Jahre in einem Zimmer, wo du weniger, also die saßen alle im Löffelchen da. Da war keiner ohne Löffelchen, da konntest du nicht auf dem Rücken liegen, so wie im thailändischen Gefängnis nach einer gewissen Zeit, sondern da lag jeder so, wie ich damals am Anfang diese ersten 4 Monate lag. Jeder. Und seit Jahren. Da waren Leute, Palästinenser ohne Staat, ohne Pass, die konnten nirgends hin.
Die saßen da und haben auf Asylum gewartet, auf irgendein Land, das sie in Asyl nimmt. Ja? Jahrelang. Also das war noch dieser Umweg. Und diese Tasse war mir in Phuket gegeben worden. Die Tasse hat hier einen Split, das sieht man hier. Die ist sozusagen kaputt hier. Und sie ist eine sehr beliebte Tasse, weil aus dieser Tasse kannst du Kaffee trinken, du kannst Wasser trinken. Und das Tolle ist, sie hat einen Henkel. Das haben die meisten nicht. Also wer so eine Tasse hatte, der hatte schon eine besondere Tasse. Ich war nicht der Einzige, die gab es ein paar Mal. Aber sie war sehr beliebt unter den Dieben. Diese Tasse, da könnte ich dir auch Bücher füllen, wie sie mir geklaut wurde, was ich alles dafür tun musste, um diese Tasse wiederzubekommen. Aber ich habe sie immer wieder bekommen, wegen diesem Riss hier. Dieser Riss war so erkennbar, du konntest mir keine Geschichte erzählen, das ist meine Tasse. Und ich habe sie mir immer wieder geholt. Und ich habe dann über Umwege mit ein paar Wärtern und wieder ein bisschen Gefallen hier, Gefallen dort, habe ich es geschafft, diese Tasse mit mir rauszuholen. Und die liegt jetzt bei mir hier in meinem Heimatort in Deutschland, in meiner Küche. Und ja. Wie war das Gefühl dann, nach 8 Jahren ins Flugzeug zu steigen und Thailand zu verlassen? Ja, als ich dann endlich aus dieser Abschiebehaft rauskam und dann das Flugzeug betrat, man hat mir dann sozusagen, wir kamen ja in diesem Käfig vor den Flughafen gebracht, vor den Haupteingang, und wir waren da vielleicht 10 Ausländer, wie die abgeschoben werden. Einer nach Bulgarien, nach Somalia, nach Philippinen, ich nach Deutschland. Und einer nach dem anderen wird von den Wärtern zu diesen Gates gebracht. Und wir haben dann noch, wir sind angekettet natürlich immer. Und dann haben die Wärter auch uns die Fußketten abgenommen. Und aber die Handschellen wollen sie dran lassen. Dann habe ich meinen Wärter dann gefragt, also bitte können Sie mir die Handschellen abnehmen. Ich habe echt keine Lust, durch den Flughafen mit den Handschellen zu laufen. Ich laufe doch nicht weg. Ich war 8 Jahre im Gefängnis. Da hat er mich angeschaut, wie 8 Jahre? Ich saß 8. Weil es war jetzt ein neuer Wärter aus der Abschiebehaft, der wusste das nicht, der kannte mich nicht. Also ich saß schon über 8 Jahre im Gefängnis, ich werde nicht abhauen, ich will nur nach Hause. Nimm mir bitte diese Handschellen ab. Und der hat dann gesagt, gut, aber wenn du Ärger machst, ne, dann kommst du wieder zurück, dann gehst du nicht nach Hause, ich bring dich wieder zurück. Ich mache keinen Ärger. Er hat das Ding abgenommen. Wir kamen dann auch da rein. Aber trotzdem sieht man, dass du da geführt wirst. Ne? Du hast das sieht man halt einfach. Ne? Du bist keine normale Person, die da den Flugzeug besteigt. Und wir laufen da durch und ich sehe glücklicherweise alle, nicht alle, aber fast alle Menschen an ihren Handy starren. Jeder starrt das Handy an und macht das am Handy. Und ich habe gedacht, irgendwas ist passiert. Das hat mich an dieses 9-11 damals erinnert. Und da habe ich gedacht, irgendwas ist passiert. Alle schauen sich Nachrichten an. Alle sind ja mit Handys und schauen die Nachrichten an. Und zum Glück, keiner beachtet mich. Und so kamen wir auch zu meinem Gate. Er hat mich dann dort der Flugbegleitung vorgestellt. Und die haben mir gesagt, ich muss warten. Wenn alle eingestiegen sind, werde ich als Letzter reingebracht. Man wird mir meinen Platz zeigen. Und so war das auch. Alle kamen ins Flugzeug hinein. Und als alle saßen, komme ich als Allerletzter. Und ich hatte einen Platz ganz hinten. Und dort war dann auch die ganze Flugbegleitung ging mit mir mit, hat gesagt, hier setzen Sie sich bitte hin. Und alle anderen schauen natürlich zu und sagen zu mir, Sie werden Ihren Pass dann in Frankfurt bekommen. Ne? Wenn Sie in Frankfurt sind, geben wir Ihnen den Pass zurück. Und setzen Sie sich bitte dahin. Und ich saß dann da. Und dann sagt die eine zu der anderen, ihm bitte kein Alkohol ausschenken. Er bekommt kein Alkohol. Und sie sagt es laut und alle, die hören das zu. Und mir war das aber egal. Ja, ich wusste, ich gehe nach Hause. Alkohol hin und her, ich habe 8 Jahre keinen Alkohol getrunken. Und, ja, also Alkohol habe ich eh nicht dran gedacht. Ne? Sondern ich saß dann da und neben mir saß niemand, aber an dem nächsten Stuhl saß ein Mädchen. 25, 27 war sie, ich weiß nicht genau, irgendwas da dazwischen. Und ich sitze aber da, ne? Du hast ja dann da der Bildschirm, ich saß dann nur da. In meinem Sitzen habe ich gewusst, jetzt geht's nach Hause. Ich gehe sicher. Jetzt ist es sicher. Jetzt muss er nur noch abheben. Dann ist es 100%. Ja, und so war es dann auch. Das Ding flog an, ist abgehoben. Und ich habe durchgehalten und gedacht, ja, jetzt geht's nach Hause. Jetzt ist es sicher. Es gibt kein Zurück mehr. Weil du hast immer noch bis zu diesem letzten Moment nie gewusst, ob irgendwas nicht passiert. Du hast solche Sachen gesehen, selbst in dieser Abschiebehaft. Wir hatten Jungs, die sind zum Flughafen gebracht worden und kamen abends zurück. Und irgendwas ist schiefgegangen. Gehen doch nicht. Und dann sagt die Stimme von rechts, das Mädchen, schaut mich an und sagt auf englischer Sprache, we are very lucky today. Wir haben sehr viel Glück heute. Ich schaue sie an, sage, ach ja, wieso das denn? Also auf Englisch, ne?
sagt sie zu mir, ja, weil niemand sitzt neben uns. Der Platz ist frei. Wir haben den ganzen Ding für uns. Ach so, okay, ja, ja, klar, sage ich zu ihr. Super, mega Glück, ne? Ja. Und dann sagt sie zu mir, und wie war es denn da? Waren Sie im Urlaub? Was haben Sie gemacht? Ich so, nee, ich war nicht im Urlaub. Und ich wollte es jetzt auch erstmal nicht sagen. Also, ich war nicht im Urlaub, ich war länger hier. Ah ja, ich war jetzt auch nur Durchreise. Ich war in Bali, war in Malaysia. Die war so gesprächig wie ein Wasserfall, ne? Und die hat mir da alles erzählt. Die hat gerade ihr Studium gemacht und jetzt hat sie da Geld erspart und jetzt macht sie eine Reise. Und irgendwann mal, nachdem sie vielleicht 20 Minuten wie im Wasserfall geredet hat, schaut sie mich an und sagt, ja und Sie, was haben Sie denn gemacht? Und dann habe ich, ich hatte halt ein Gefühl, dass sie schon was wusste, weil man hat mich ja da so reingeführt. Und man hat mir diese Sachen erzählt, ne? Und dann hat man mir auch noch gesagt, ich bekomme keinen Alkohol. Und sie saß ja da, hat das alles mitbekommen. Also habe ich ihr gesagt, dass, pass auf, hey. Und dann, ich habe ja verstanden, dass sie nicht Englisch ist. Dann habe ich sie gefragt, so, Entschuldigung, auf Englisch, woher kommen Sie, ne? Aus welchem Land? Sagt sie, ja, ich komme aus Deutschland, ne? Dann sage ich, dann können wir auch Deutsch reden, ich komme auch aus Deutschland. Und so hat man auf Deutsch geredet und dann irgendwann mal sage ich zu ihr, dann, als sie mich gefragt hat, dass der, okay, pass auf, ich werde hier gerade abgeschoben, aus dem Land, ausgewiesen. Ne? Ach echt, und wieso, was passiert? Und ich weiß nicht, wieso ich es gesagt habe, ich habe es dann gesagt, ich war im Gefängnis, im thailändischen Gefängnis. Echt, ja echt, was passiert? Und dann haben wir halt nur kurz angedeutet, du, alles gut, ich gehe nach Hause, mir geht's gut. Ich saß 8 Jahre und ich gehe jetzt nach Hause und... Und als sie dann gehört hat, was, 8 Jahre? Das tut mir aber so leid, hat sie gesagt, es tut mir wirklich, wirklich leid. Und dann saß sie da, hat erstmal nichts gesagt, dann hat sie in ihre Tasche gepackt und hat so ein iPad, iPhone, was war das auch immer war, hat sie es in die Ohren gesteckt und fertig. Hat kein Wort, hat mich nicht mal beachtet. Es war ganz komisch, weil ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt noch was, wir werden noch darüber reden oder... irgendein neues Thema anschneiden, das war aber nicht so, sondern sie hat dann wirklich den ganzen Flug, 12 Stunden Direktflug Bangkok nach Frankfurt, kein Wort mehr mit mir geredet und hat dann nur in Frankfurt, als wir gelandet sind, oben ihre Taschen genommen, mich angeschaut und dann auf Deutsch gesagt, ich wünsche Ihnen noch viel, viel Glück, ne? Alles Gute. Das war's. Und natürlich habe ich dann, das war so diese erste... Ja, wo man mich halt abgestempelt hat, ne? Als Knacki, Gefangener und wusste auch nicht, wie die Welt da draußen reagieren wird auf meine 8 Jahre Gefängnis. Ne? Nachdem ich diese erste Reaktion im Flugzeug so bekommen habe, habe ich gedacht, oh je, wer weiß, was mich da alles erwartet. Ne? Wir verlassen die Autobahn, fahren zu meinem Ort und ich sehe den Schwarzwald. Ich muss dir vorstellen, Mario, du siehst 8 Jahre keine Bäume, keine Pflanze, kein Nix, nur graue Wände. Und jetzt siehst du auf einmal den Schwarzwald und denkst, mein Gott, ich habe das noch nie so wahrgenommen. Wie schön das doch alles. Und ich bin dann nach Hause angekommen, ich muss gleich mal eine Runde laufen gehen, durch die Natur und alles. Erstmal beschnuppern, das war für mich also wie Alice im Wunderland. Auch an dem ersten Tag habe ich meiner Mutter gesagt, Mom, Autoschlüssel, ich war immer gerne Autofahrer, ne? 8 Jahre jetzt kein Auto gefahren, Mom, Autoschlüssel, habe mich in den Wagen gehockt und bin erstmal eine Runde gefahren, durch meinen Ort, durch den Nachbarort. Wieder an Bushaltestellen Menschen mit ihren Handys gesehen, wie sie auf die Handys glotzen. Ich habe gedacht, diese Nachricht geht immer noch rum, irgendwas ist passiert. Ja, aber die erste Nacht im Bett, ich habe 8 Jahre lang auf dem Boden geschlafen, ich habe es auf dem Bett nicht gepackt. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, in die Küche, habe gesagt, Mom, wieso kaufst du nicht mal eine neue Matratze? Also, man kann, ich habe gedacht, ich versinke. Ich hab, die Matratze war nicht gut. Sie hat mich angeschaut, gesagt, Sohn, die Matratze ist keine 2-3 Monate alt. Ich habe die Matratze neu gekauft. Es ist eine sehr teure Matratze. Und wollte mich an dem Abend auch auf den Boden legen und habe mich dann aber für die Couch entschlossen, die viel härter war. Und habe dann erstmal auf der Couch sehr, sehr lange verbracht. Ich wollte auch sofort einen Beruf anfangen. Irgendwas, es war mir egal, was ich mache. Und bin dann von einer Bewerbung zur anderen gegangen. Und ich habe auch am Anfang immer gesagt, ich werde die Wahrheit sagen. Wahrheit war für mich auch im Gefängnis etwas, was ich gepredigt habe. Ich habe den Leuten gesagt, man muss nicht lügen. Die Wahrheit ist immer am besten. Und so habe ich in meinen Bewerbungsgesprächen dann auch, als man mich gefragt hat, erzählen Sie jetzt mal, was haben Sie denn die letzten 5 Jahre gemacht? Kam ich gleich mit meiner Geschichte raus. Ne? Und am Schluss
habe ich eine Absage nach der anderen bekommen. Du sagst heute, der Knast hat dir letztendlich gut getan, hat dich transformiert, hat dich zu einem anderen Menschen gemacht. Du bist ein anderer Mensch wie vor 10 Jahren. Ganz genau, weil, schau mal, Mario, was ich vor meiner Knastzeit gemacht habe, war ein Job, der mich, ja, ich habe zwar gut verdient, aber der mich nicht menschlich weit gebracht hat. Ich habe gedacht, Geld regiert die Welt, regiert meine Welt. Ich dachte, das, was in meinem Kopf rumschwirrt, das bin ich. Ich habe mich damit identifiziert, wie ich Leute erniedrigt habe, von oben herab angeschaut habe. Ich dachte, das wäre ich. Nur das Gefängnis hat mir erklärt, dass das, was in meinem Kopf vorgeht, bin ich nicht. Es gibt ein anderes Ich, was viel schöner ist. Einer, der sich lieben gelernt hat, einer, der andere Menschen lieben gelernt hat, der weiß, wo das Geheimnis des Glücks steckt. Es steckt nicht in der materiellen Geschichte. Also du kannst es dir nicht kaufen, egal wie viel Geld du hast. Das wird dich sogar noch viel weiter entfernen von dem wahren Glück, das ich mir dort erarbeitet habe. Und das ist meine Aufgabe. Ich habe gemerkt im Gefängnis, als diese Drogis, diese Junkies, diese Drogenbosse, die mit mir Yoga gemacht haben, mich teils umarmt haben und gesagt haben, Micky, das ist ja wie Droge, das wirkt ja immer noch. Ich wusste, ich habe da etwas entwickelt, nicht nur für mich selber, es funktioniert auch bei anderen Menschen. Und also habe ich dann jetzt damit weitergemacht und das mache ich heute noch. Ja? Das ist ja das Sinn und Zweck auch des Freiträumens, so wie ich das halt damals auch verstanden habe. Und es geht in die Vertikale, es geht in die Tiefe, die Menschen kommen zur Ruhe, sie kommen in die Stille. Und die Stille ist ja auch das, was man findet, wenn man eben diese Gedanken, sag ich mal, durchschneidet, wenn man diese Lücken zwischen den Gedanken vergrößert. Man kommt in den Raum hinein und deswegen kriegt man eine ganz andere Beobachterposition im Leben und es verändert sich alles. Und wir können noch stundenlang erzählen. Die Leute können das auch sich anschauen bei uns in der Mediathek. Wer mehr über dich erfahren möchte, findet dich unter Timeigi. Es war super, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ein Geschenk. Ich danke dir. Vielen Dank.